gedrückt. Nein, das lese ich jetzt nicht mehr jedes Mal vor. Wer alles entschuldigt ist und wer vertritt, das wissen wir schon mittlerweile. Oder beurlaubt sind Schmidt und Wieland und Vertretung Papic und Kanzler. Der Gemeinderat Kühnisch hat demnächst Geburtstag am 26. oder hatte Geburtstag. Schon vorbei. Alles Gute nachträglich. Top 5 Festspiele Grundsteuer ist abzusetzen, da müssen wir nochmal drüber diskutieren. Dann habe ich einen Dringlichkeitsantrag der FPÖ, Einsetzung des nichtständigen Ausschusses. Bin damit einverstanden, das bitte ich im Zeichen mit der Hand. Na, ja, das können wir schon machen, aber jetzt Wortmeldungen sind nicht zulässig. Herr Magistratsdirektor, namentliche zu bringen. Ja, geht. Ich will nur keinen Formfehler machen. Also. Auinger. Nein. Lagi. Ja. Brandner. Brandstätter. Ja. Karo. Ja. Dollinger. Ferch. Ja. Ferstner. Ja. Fuchs. Gabart. Nein. Gallei. Nein. Günesch. Hagenauer. Nein. Haller. Hallander, Huber, Hüttinger, Kanzler, Lankes, Partutsch. Naja. Also, ja, ein beredtes Jein. Partutsch, Leininger, Reims, Reuner, Reindl, Rösselhuber, Sagi, Schmidt, Schnellinger, Schöppel, Schupfer, Starzer, Tanzer, Töni, Unterkofler, Wanner, Wolf, Wörndl, Zuckerstädter, Bürgermeister. Nein. Dringlichkeit ist nicht so erkannt. Dann haben wir drei Antragsbegehren. Drei Antragsbegehren von der Bürgerliste. Die Satzung der Salzburger Parkgaragengesellschaft wird dahingehend abgeändert, dass die Verwendung der von der Gesellschaft erwirtschafteten Gewinne zum Ausbau und zur Förderung des öffentlichen Verkehrs und für Maßnahmen der Verkehrsberuhigung ermöglicht wird. Zweiter Antrag, der Bürgermeister wird ersucht, mit dem Salzburger Verkehrsverbund und der Salzburg AG in Verhandlungen zu treten, um das Angebot eines Halbjahrestickets für den ÖV in der Stadt Salzburg und eventuell auch das Umland zu erwirken, um vor allem in der kalten Jahreszeit Radfahrerinnen und Fußgängerinnen das Umsteigen auf den öffentlichen Verkehr zu erleichtern. Der dritte Antrag, der Gemeinderat möge die Aberkennung der Ehrenbürgerschaft von Eduard Paul Tratz beschließen. Danke, alle diese Anträge werden der Geschäftsordnungsgemäßen zu Bearbeitung zugeleitet. Zum letzteren Punkt ist bereits ein Amtsbericht in Ausarbeitung. Wir haben einen Wunsch auf aktuelles Thema Neubau Paracelsusbad eingebracht von der FPÖ. Bitte, Kollege Schöpfe. Sehr geehrter Herr Bürgermeister, hoher Gemeinderat. Entschuldigung, eine Sekunde noch. Ich habe den Herrn Diplom-Ingenieur Osman, ja, und den Herrn Dr. Ebner, dem ich nachträglich zu seinem gestrigen Geburtstag, wie ich erfahre, gratuliere, als Experten zugeladen, nachdem sie doch ein ich sage mal, inhaltlich sehr angereichertes Thema ist. Ich bitte, diesen Expertenstatus zu akzeptieren. Danke fürs Kommen, den beiden Herren. Nochmal, sehr geehrter Herr Bürgermeister oder Gemeinderat, diese Stadtregierung, wie sie hier vor uns sitzt, ist gescheitert.
Gegenseitiges Abmontieren und Demontieren ist angesagt. Zusammenarbeit null. Unser Stadtrecht, und das gilt für alle fünf, sieht eine Proporzregierung vor. Ihr seid vom Stadtrecht und von den Bürgern dazu gewählt, zusammenzuarbeiten. Und ihr sollt für unsere Stadt was weiterbringen. Und jetzt noch nicht einmal einem halben Jahr seid ihr gescheitert. Ihr könnt euch nicht mal über Zahlen einigen. Wobei doch Zahlen eigentlich Fakten sein sollten. Und für diese Zahlen beim Bad sind ja zwei Regierungsmitglieder zuständig. Der Bürgermeister ist unser Finanzreferent und natürlich unsere Baustadträtin, die das, was beschlossen wurde, auch umsetzen sollte. Aber uns werden und der Öffentlichkeit, auch den Bürgern, verschiedene Zahlen genannt. Die eine warnt, der andere sagt, dies sei die Unwahrheit. Das Wort Unwahrheit ist nahe dem Wort Lüge. Mangels Fakten, die am Tisch sind, vermag ich nicht zu beurteilen, was jetzt stimmt an den Zahlen. Und deshalb haben wir Freiheitliche gefordert, dass Fakten und Zahlen auf den Tisch sollen. Deswegen verlangen wir Transparenz und Offenheit. Und deswegen haben wir auch am Anfang der Sitzung den dringlichen Antrag gestellt, einen Untersuchungsausschuss, einen ständigen Ausschuss einzurichten, damit wir endlich wissen, wer da heroben von den Regierungsmitgliedern uns die Wahrheit sagt und wer nicht. Zwei waren es, zwei Fraktionen, die meinten, dass das nicht dringlich wäre, in unserer Stadt das aufzuklären, wenn sich unsere Regierungsmitglieder heroben hier wechselseitig der Unwahrheit bezichtigen. Oder schwarz waren es, die meinen, das sei nicht wichtig und das gehört nicht am Tisch. Wir wissen jetzt, wer hier herinnen zumindest bereit ist, einen ersten Schritt zur Transparenz und Offenheit zu setzen, und auch zum Bürger, und wer aus dem Bäderchaos bis heute, bis zu dieser Stunde, nichts gelernt hat. Die Freiheitlichen waren bei den Bäderdiskussionen bei allen Standorten immer konstruktiv. Wir wissen, dass das Paracelsus-Bad sein Ende erreicht hat. Wir wissen, dass die Menschen ein Bad brauchen. Und wir wissen, dass hier endlich was weitergehen muss und dass endlich die Hemdsärmel hinaufgekrempelt gehören. Deswegen haben wir alle Standorte mitgetragen und es waren auch die Freiheitlichen, die genauso wie die Bürgerliste Unterschriften gesammelt haben, damit dieser Standort erhalten bleibt. Und es war ein Antrag der Freiheitlichen, ein dringlicher Antrag in diesem Haus, der hier beschlossen wurde, diesen wichtigen Standort zu erhalten. Und was hat uns bewegt? Die gute Anbindung an die öffentlichen Verkehrsmittel. Die wichtige Synergie mit dem Kurhaus, das wir dringend brauchen in dieser Stadt. Dass viele in dieser Bevölkerung sich daran gewohnt haben, und vergessen wir eines nicht, auch an die ältere Generation, die mit dem seinerzeitigen Bäderschilling noch mit sehr viel Herzblut an diesem Standort hängt und was wir meinten auch in der Mehrheit auch respektieren zu wollen. Es war nur die ÖVP, die damals diesen Standort nicht mitgetragen hat. Mich hat es schon sehr erstaunt, dass bereits damals genau diejenige zuständig wird für die Abwicklung, die eigentlich den Standort nicht will. Wobei ich auch hier eines konstatiere, das Eierbad, das gebaut wurde für günstiges Geld vergleichsweise, ist und bleibt eine Erfolgsgeschichte. Das Provisorium zuerst gedacht, ist das Einzige, was geblieben ist und was auch auf Dauer jetzt eingerichtet ist. Und ich gebe es nochmals mit, was ich schon bei den Parteienverhandlungen gesagt habe, denken wir vielleicht nach, ein bisschen weniger Gigantomanie
und das eine oder andere Eierbad an den anderen Standorten, die wir diskutiert hätten, würde das nicht ein bisschen den Bürgern näher kommen? Aber was soll's? Es wurde dann eine Ausschreibung gemacht und es pfeifen ja die Spatzen von den Dächern, dass es an dieser Ausschreibung schon mal hapert und dann gab es ein erstes Siegerprojekt. Das war das erste, Herr Bürgermeister, die Freiheitlichen, die es als Gigantomanismus kritisiert haben und gesagt haben, was soll dieses Projekt? Um dann im Nachhinein draufzukommen, es ist nicht umsetzbar. Ja, was war das für eine Scherie, was waren das für eine Fachleute, die ein Projekt wählen und küren und sich bejubeln, von dem man im Nachhinein feststellt, dass man es gar nicht bauen kann. Da darf doch schon etwas Zweifel am Sachverstand das erste Mal angebracht sein. Und vielleicht hätte man damals schon an die FPÖ hören müssen, die gesagt hat, dieses Projekt, nein. Aber dann wurden ja wieder Parteienverhandlungen geführt. Man hat sich mit den NEOS zusammengesetzt und die NEOS haben sehr laut gesagt, nein zu diesem Standort. Und Herr Bürgermeister, eines muss ich Ihnen schon sagen, wenn wir hier 5 Manager sitzen haben, in der Privatwirtschaft wäre es nicht denkbar, genau jenen oder jenen mit einem Projekt zu beauftragen, die dieses Projekt ablehnt. Das kommt mir ja geradezu so vor, als würde man einen Vegetarier in einer Metzgerei beschäftigen. Trotzdem, die freiheitlichen Bürgermeister, sie stehen zu diesem Standort und ich sage Ihnen eines, weil die Freiheitlichen für diesen Standort und für dieses Bad kämpfen, deswegen sind auch hier heute einige härtere Worte angesagt. Und eines möchte ich schon sagen, eines muss uns bewusst sein, und das muss euch 5 da oben bewusst sein, dieses Projekt ist eigentlich das wichtigste Projekt für diese Periode. Und an die Baustadträtin, Sie haben mit Ihrer Unterschrift zugesichert, ein Parteienübereinkommen umzusetzen. Sie sitzen da oben als Regierungsmitglied und ich stelle fest, dass Ihre Bereitschaft von Anfang an dazu keine war. Und wenn man einen Pakt, ein Bündnis schließt, dann hat man es auch umzusetzen. Die FPÖ hat es nicht unterschrieben, weil wir in der Opposition sind. Aber wir halten uns zumindest an unser Wort, wir unterstützen diesen Standort und werden auch weiter für ein Bad für die Bürger in dieser Stadt kämpfen. Aber wenn man einerseits einen Pakt unterschreibt, um dieses Bad umzusetzen, um es dann auf der anderen Seite zu torpedieren, auf der anderen Seite es unmöglich zu machen, dann kann ich zu den NEOS nur eines sagen, regierungsfähig ist diese Partei nicht. Regierungsfähigkeit heißt auch Anschlagsfähigkeit. Regierungsfähigkeit heißt bereit sein, Teamarbeit zu zeigen und die Bereitschaft zusammenzuarbeiten. Die Freiheitlichen stehen zu ihrem Wort, die NEOS wollen nicht einmal zu ihrer Unterschrift. Und wenn wir uns die Sache anschauen, Herr Bürgermeister, die Freiheitlichen haben öfter gewarnt und keine Sorge, wenn ich das Wort Schüre in den Mund nehme, ich kann nichts verraten, weil ich habe keine Informationen und war nicht dabei. Es war nicht möglich, dazu fehlt es mir an den entsprechenden Informationen, aber ich kann mich erinnern, dass ich sie gewarnt habe, dass man hier neu besetzen muss und das Ganze gefährlich wird. Aber wenn die Freiheitlichen warnen und ihren Sachverstand und ihr Wissen einbringen, es scheint ja wohl abzuplatzen. Und ich habe immer wieder auch vor dieser SIG gewarnt. Die SIG ist nicht strukturell dazu geeignet, das abzuwickeln und die SIG entzieht sich auch jeder Kontrolle.
Ein Bad umzusetzen ohne Bürger, ohne Opposition, ohne uns herinnen her einzubinden, das ist zu Scheitern verurteilt. Und die Verweigerung jeder Kontrolle kann ich nachweisen. Und auch hier, Frau Baustadträtin, zur Erinnerung. Ich kann mich erinnern, als die NEOS groß getönt haben für Transparenz und Offenheit, das haben wir doch noch alle in Erinnerung. Ich habe Ihnen eine Anfrage gestellt, sie trägt Ihre Unterschrift. Da habe ich schlichtweg gefragt, wie es mit den Finanzen in der SIG ausschaut, welche Mittel von einem Jahr aufs andere transferiert werden und wie es mit den Projekten ausschaut. Antwort, null, nicht genügend. Und dann kommt da unten der Satz, ja, Sie lachen drüber, lachen Sie über sich selber aus, da haben Sie schon recht dabei. Darf ich Ihre eigene Antwort vorlesen, damit Sie sich daran erinnern, was Sie unterschreiben und was Sie unter Transparenz verstehen. Da steht drinnen, die Projektstände sind den Quartalsberichten des SIG-Geschäftsführers im Stadtsenat zu entnehmen. Nur weil ich wissen will, wie es mit den SIG-Projekten ausschaut. Schwarz auf weiß Ihre Antwort. Nachdem man daraufhin verwiesen wird, war der letzte, vorletzte Stadtsenat, und ich habe mich doch erdreistet. Erdreistet, den Geschäftsführer der SIG zu fragen, wie es denn ums Paracelsus-Boot ausschaut. Frechheit, Opposition fragt, wie es ums Boot ausschaut. Ich habe das dann, was Sie geschrieben haben, Ihre Unterschrift. Dann wurde mir vom Bürgermeister, und Sie haben nicht den Mund aufgemacht, Sie sind für die SIG damals noch zuständig gewesen, Sie haben kein Wort gesagt, verboten, Fragen zu stellen und verboten, die Antwort zu geben. Das ist Kontrolle. Das ist die Art und Weise, wie man hier mit Transparenz umgeht. Und das trifft sie alle fünf da heroben. Da ist ja wohl keiner auch nur ein kleines Stückchen besser. Und so wird nämlich die Demokratie in diesem Haus mit Füßen getreten. Eine schriftliche Anfrage der Opposition, wie es denn um die Projekte ausschaut, wird dann gesagt, frag im Stadtsenat. Fragt man dann im Stadtsenat mündlich, dann wird gesagt, stell keine Fragen und gib keine Antworten. Und dann verlangt man, wenn man keine Auskünfte erhält, einen Untersuchungsausschuss wie heute und dann wird entsprechend dagegen gestimmt, um jede Transparenz, jede Information zu verhindern. Und eines sage ich auch, wenn man so mit der Opposition umgeht, wenn man so mit der Transparenz hier herinnen unter uns 40 umgeht, dann mag ich mir vorstellen, wie man mit der Transparenz gegenüber den Bürgern, unseren Mitmenschen umgeht. Ich kann nur eines sagen, das Bad soll gebaut werden. Auch nach wie vor die Unterstützung der Freiheitlichen und deswegen auch scharfe Worte und vielleicht den Blick nach vorne zu richten bei euch fünf und den Blick darauf zu richten, entweder die Hemdsärmel hochzukrempeln und etwas zu tun. Rechtlich ist ja da offensichtlich schon einiges an die Wand gefahren worden. Und was ich heute so in der Zeitung lese, macht mir auch Sorgen, dass ich es in der Zeitung lese. Aber es waren Fehler dieser Stadtregierung. Beginnend bei der Ausschreibung, der Auswahl des ersten Projektes und das jetzige Chaos. Herr Bürgermeister, Sie sind jetzt auch für die SIG verantwortlich. Und wenn wir so weitermachen, dann liegt bald die gesamte Macht in dieser Stadt in Ihren Händen. Absolutismus hat schon vielen nicht gut getan. Ich rate Ihnen nur eines, Kontrollmechanismen sind umso wichtiger, Herr Bürgermeister. Kontrolle ist umso mehr notwendig, je mehr Macht in einer Hand ist. Sie kennen den Spruch, Macht braucht Kontrolle. Die Macht liegt bei Ihnen jetzt fast zur Gänze in dieser Stadt. Die Kontrolle, für die werden die Freiheitlichen schon sorgen. Heute wissen wir, dass Sie auch für das Bad verantwortlich sind und hören Sie vielleicht auch auf den einen oder anderen Satz
der Kontrolle der Opposition der Vergangenheit, aber ich sitze schon allzu oft vor Dingen gewarnt, vor denen sie heute wissen, dass ich Recht gehabt habe. Unser Herr Bürgermeister wird jetzt wohl auch zum Bademeister. Unsere Stadtregierung man reiche mir den geht Wissen. Mittlerweile im Bad unter und einigen von euch hier heroben, die hier da sitzt, steht das Wasser schon längst zum Hals. Rettendes Land, Herr Bürgermeister, ist nicht in Sicht. Passen Sie auf, Herr Bürgermeister, dass Sie nicht selber mit dem Bad absaufen, mit der ganzen Regierung. Die FPÖ steht zum Bad und gibt Ihnen als Bürgermeister einen Rettungsreifen, damit Sie und die Stadtregierung zumindest irgendetwas Passendes haben, um sich festzuhalten, damit Sie nicht unendgültig im Badchaos mit Ihren Regierungsmitgliedern versinken. Ich bedanke mich für diese Aufmerksamkeit und teile dem Gemeinderat mit, ich kann schwimmen. Nein, ich werde diesen Aufforderungen jetzt nicht nachkommen, mit diesem Schwimmreifen umzuhängen. So, die angesprochenen Neos, wollen Sie die zu Wort melden oder nicht? Oder, ich meine, ihr habt irgendwie ein bisschen was damit zu tun. Verehrte Damen und Herren, liebe Kollegen, Herr Bürgermeister, ich gratuliere Ihnen zu dem unheimlichen Einfluss, den Sie über Ihren Herrn Vizebürgermeister Preuner und über Ihren Herrn Stadtrat Bartutsch haben. Sie machen uns zu unfreiwilligen Zeugen eines Lehrstückes, das den Titel trägt, Macht erhalten und verwalten. In der Hauptrolle ein sturer Hund, Selbstdefinition, man könnte auch sagen Wladimir S. Sie führen uns vor Augen, dass diese Macht am besten nur mit Menschen geteilt wird, die willfährige Erfüllungsgehilfen sind bei dem, was ihnen wichtig ist. Sei es über 1 Million Euro, für ein Fußballstadion eines Drittligisten am falschen Ort oder ein Spaßbad mit einer Wasserfläche von wirklich überschaubaren 850 Quadratmetern zu einem exorbitanten Herstellungspreis von 34 Millionen Euro nur für das Bad ohne Kurhaus, ohne Büros, ohne Garage. Zu den Herstellungskosten des Bades kommen selbstverständlich noch die für die Büros und das Kurhaus noch hinzu. Die drei Protagonisten dieses Stückes, dieser Tragödie, zeigen uns Bürgern dieser Stadt unverhohlen ihren unbeugsamen Herrschaftsanspruch, der nicht nur die Bürger dieser Stadt verhöhnt, sondern auch die Demokratie. Demokratie heißt eben genau nicht, dass alle das machen, was ein einziger sich wünscht. Und muckt einer oder eine auf und macht den Mund auf und warnt, dann wird sie bestraft. Bist du nicht willig, dann tausche ich dich aus. Wir haben es satt, die bittere Wahrheit von Kostensteigerungen in dieser Stadt für Großprojekte scheibchenweise in kleinen Döschen verabreicht zu bekommen,
Ich erinnere nur an das finanzielle Desaster unseres missglückten Kongresshauses oder an die Peinlichkeit des Bahnhofsvorplatzes. Wir NEOS fordern den Mut, den Bürgerinnen und Bürgern die Wahrheit zu sagen. Wir haben diesen Mut. Für uns ist es nichts anderes als feig, und ich kann es nicht anders nennen, wie mit dem Projekt Hallenbad verfahren wird. Bereits 2012 war offenbar der damaligen ÖVP-Stadträtin Schmidt bekannt, dass die geplanten Kosten nie und nimmer halten werden. Erkennen Sie wirklich nicht, Herr Bürgermeister, dass die Zahl der Bürger, die nicht für dumm verkauft werden wollen, wächst? Immer mehr Menschen finden dieses Vorgehen der Taschenspielerei unerträglich. Egal auf welcher Ebene, ob im Bund, im Land oder in der Stadt. Sie haben schon recht, ohne systematische und ständige Mogelei ist das bisher stabile Machtgefüge nicht mehr aufrecht zu erhalten und das System der Altparteien droht zu zerbröseln. Aber die Menschen sind nicht so dumm, wie sie sie gerne hätten. Und die Menschen vertragen die Wahrheit viel besser, als sie meinen. Die Wahrheit ist, erstens, seit 2012 ist bekannt, dass die budgetierte und später in das aktuelle Parteienübereinkommen aufgenommene Summe von sagenhaften 55 Millionen Euro, wir sprechen von 750 Millionen Schilling, ja, für das geplante Projekt nicht halten wird. Die Wahrheit ist zweitens, dass laut Gemeinderatsbeschluss bei der Kalkulation von städtischen Bauprojekten ein Kostenpolster einzukalkulieren ist, ein Kostenpolster von 15 bis 20%. Wir halten uns an diese zweifellos sinnvolle Regelung. Sie schützt vor bösartigen Überraschungen am Ende des Tages. Die Wahrheit ist drittens, dass nicht wir NEOS dieses Parteienübereinkommen brechen. Ganz im Gegenteil. Wir beziehen uns auf die darin genannte Projektsumme von 55 Millionen Euro für das Projekt, das vom Gemeinderat seinerzeit beschlossen worden ist, aber für kein anderes. Und wenn dieser enorme Betrag geplant war für ein Hallenbad, ein Kurhaus und für Büros, dann kann man jetzt nicht Teile dieses Projekts einfach unter den Tisch fallen lassen, nur um den Betrag irgendwie hinzubiegen. Genau das wäre die Mogelei, von der ich vorhin gesprochen habe. Wenn wir feststellen, dass sachkundige Berater und Experten diesen Betrag als unrealistisch ansehen, dann ziehen wir die Notbremse. Aus der Verantwortung und aus der Verpflichtung gegenüber den Bürgerinnen und Bürgern dieser Stadt. Wenn Sie sich darüber hinwegsetzen, dann sind Sie es, Herr Bürgermeister, der sich über das Parteienübereinkommen hinwegsetzt, es zumindest ignorieren und nicht wir. Verehrte Damen und Herren, wir NEOS haben das Projekt keineswegs abgelehnt. Wir haben es nur gewagt, es gründlich zu prüfen. Das allein reichte schon aus, um Baustadträtin Barbara Unterkofler die Verantwortung für die SIG, die Salzburger Immobiliengesellschaft, zu entziehen. Wir hätten das Projekt verwirklicht, wenn es wie vereinbart machbar gewesen wäre. Aber genau das ist es nicht. Das Stück ist noch nicht zu Ende. Wir sind gespannt, was der Regisseur und Hauptdarsteller uns noch zu bieten hat. Welche wesentlichen Projektbestandteile gestrichen werden müssen, um den Betrag nicht zu überschreiten. Gespannt sind wir auch, wie die tatsächlichen Kosten am Ende des Tages aussehen werden. Bezahlen wird am Ende in jedem Fall das Publikum. Und das sind die Bürgerinnen und Bürger der Stadt Salzburg. Herr Bürgermeister, viel Spaß beim Baden gehen. Aber nein, baden gehen ja wir, die Steuerzahler. So, jetzt haben wir beeindruckt, Kollege Auener. Herr Bürgermeister, hoher Gemeinderat, sehr geehrte Damen und Herren, wir waren jetzt beim Theater und ich werde eingangs etwas zum Film wechseln.
Es gibt einen tollen Film, der heißt Und täglich grüßt das Murmeltier mit Bill Murray. Ein Journalist, der jeden Tag immer wieder das Gleiche erlebt. So ähnlich fühlen wir uns wahrscheinlich heute auch. Oder viele Bürger in der Stadt Salzburg, die jetzt jeden Tag wieder die Zeitung aufschreiben. Bei uns würde dieser Film dann heißen Und täglich grüßt das Bad. Und das schon sehr, sehr lange. In der letzten Funktionsperiode hätte ich eigentlich mit jedem da drinnen gewählt, dass wir nie wieder über das Bad diskutieren. Dank der NEOS haben viele langgediente Gemeinderätinnen und Gemeinderäte ihr Archiv im Keller wieder öffnen dürfen und sozusagen alle Badunterlagen, die wir schon, die sie gesammelt haben in ja, vielen Jahren, wieder zum Vorschein bringen. Viele haben auch gesagt, für diese aktuelle Stunde heute bedarf es auch wenig Vorbereitungsarbeit, weil diese Rede haben wir schon dreimal gehalten. Ja, die Geschichte des Bades ist sehr lange und sie ist aber wichtig, weil sie zeigt, im Gegensatz zu dem, was die NEOS behaupten, dass dieses Projekt weder demokratisch noch transparent ist, dass es das sehr wohl ist. Und deshalb möchte ich auch eingangs ein bisschen sozusagen nur grob umreißen, genauer auf die Reise durch die Bäderstandorte wird sie dann mein Kollege Wanner mitnehmen, der wird Ihnen, der ist ja schon so lange herinnen, Ihnen dann zeigen, wo das Bad schon überall gestanden ist und wo es überall schon diskutiert worden ist. Aber vor 10 Jahren haben wir mal von einem Erlebnisbad gesprochen in Daxam. Leopolds Kron war im Übrigen auch breit diskutiert, ist natürlich an der schlechten Anbindung und am deklarierten Grünland gescheitert. Es hat auch Proteste der Anrainer gegeben. Es hat dann verschiedenste Standortprüfungen gegeben. Badwall auch mal bei Marco und Borsche draußen. Es hat dann Grundsatzamtsberichte 2008 gegeben, die waren einstimmig. Es hat den berühmten Bädergipfel gegeben, der 3Bs. Ja, dann hat es eine öffentliche Diskussion vor der Wahl 2009 gegeben. Und der Kollege Schöppel hat es ja schon gesagt, die Bürgerliste und die Freiheitlichen haben damals für den Erhalt des Bades, aber auch des Kurhauses, sehr, sehr viele Unterschriften gesammelt. Ich glaube, es waren zwischen 10.000 oder 12.000 damals. Und eigentlich ist dann nur noch die SPÖ-Fraktion nach der Wahl übergeblieben und ist noch zum Standort Liefering gestanden. Und das ist Demokratie. Wir haben damals auch zur Kenntnis nehmen müssen, dass es eine Mehrheit in diesem Haus gegeben hat, die den Erhalt des Paracelsusbad wollte. Und die Unterschriften sind gesammelt worden und deshalb hat es eben dann auch von unserer Seite gegeben, okay, auch wir bekennen uns zu diesem Standort und dann wurde dieses Projekt weiterentwickelt. Es hat dann einen Auftrag an den Kollegen Bräuner gegeben, der hat dann nach den Parteienverhandlungen einen Prüfbericht vorgelegt, wo sozusagen mehrere Varianten zum aktuellen Standort geprüft wurden und da war natürlich auch die Sanierung ein Thema. Und zwar von einer Minimalvariante, wo sich im Endeffekt an dieser kleinen Badewanne nichts geändert hatte, bis zu einer großen Sanierung. Und man ist dann draufgekommen, und ich habe es mir heute wirklich vorgenommen, keine Zahlen zu nennen, weil sie die Öffentlichkeit mittlerweile bei den Wir waren Zahlen sowieso nicht mehr auskennt. Der Kollege Schöppler hat ja richtig gesagt, welche Zahlen jetzt richtig sind, glaube ich, kann ich keiner mehr beurteilen, zumindest nicht die Öffentlichkeit. Es war eben so, dass man dann gesagt hat, die Sanierung des Bades kostet genauso viel, wie wenn ich das ganze Bad abreiße und neu baue. Und deshalb haben wir dann auch aus wirtschaftlicher, ökonomischer Sicht gesagt, okay, wir planen hier ein neues Kurhaus und ein neues Bad. Es war auch klar, dass man mit einer Sanierung an dem ja, 50er, 60-jähriger Style dieses Hauses ja nichts ändern wird, Kinder. Und das kann ja auch nicht in dem Sinn zukunftsträchtig sein. Es ist auch schon erwähnt worden, wir haben eigentlich schon den ersten Schritt zum Neubau des Paracelsusbad gemacht. Wir haben nämlich das Eierbad gebaut. Und das Eierbad, Kollege Schöppel, war unter der Führung der SIK und war eine finanzielle Punktlandung. Ja, um 3,8 Millionen Euro ist dieses Eierbad errichtet worden und ist ja nur deshalb errichtet worden, weil wir das Paracelsusbad abreißen, damit die Bürgerinnen und Bürger der Stadt Salzburg auch während der Bauarbeiten ein Schwimmbad haben. Hätten wir einen neuen Standort, so wie ihn jetzt die NEOS fordern, im Leppe, wäre das damals, da hätten wir das Eierbad nie bauen müssen, weil dann hätten wir das Paracelsusbad so lange sanieren können, bis das andere Bad fertig ist. Das heißt, die ersten 4 Millionen für dieses Projekt sind schon geflossen. Wir haben also nach dieser langen Diskussion eine breite Mehrheit für dieses Bad gehabt und es hat dann natürlich, es wird ja auch von den NEOS gefordert, sozusagen, das muss nachhaltig sein. Natürlich hat es ein Konzept gegeben, wie soll denn das Bad ausschauen. Und dort hat man natürlich auch erhoben, ja, wie entwickelt sich denn die Gesellschaft und wo gingen denn sozusagen die Bedürfnisse
der Besucher dieses Bad hin. Und deshalb hat man auch gesagt, okay, Spaßbad, riesengroße Thermen gibt es im Umkreis. Das heißt, wir wollen kein überregionales Bad bauen, sondern wir wollen ein Bad für die Bevölkerung der Stadt Salzburg bauen. Und dort ist der Bereich für die Familien, für den Sport und sehr stark auch für den Wellnessbereich, weil das sind diese Bereiche, die sehr stark von Leuten genutzt waren. Das Kurhaus kommt dazu mit den Kuranwendungen. Unsere Gesellschaft wird immer älter, also wird man es auch immer mehr brauchen. Und daher ist es auch wichtig, dass dieses Bad sehr zentral in der Stadt Salzburg errichtet wird. Und deshalb ist der Standort wahrscheinlich der beste von denen, die wir jemals diskutiert haben. Zu den Grundsätzen der NEOS: mehr Transparenz, mehr Demokratie, mehr Nachhaltigkeit. Es ist schon irgendwie eigenartig und ich muss ehrlich sagen, ich habe die Baustadträtin auch anders kennengelernt und auch in diesem Zusammenhang sehr geschätzt, weil sie war, muss man leider jetzt sagen, eine Eigentümervertreterin der SIG, die immer gesprächsbereit war, die mir als Aufsichtsratsvorsitzender der SIG auch immer die Möglichkeit gegeben hat, sozusagen mit ihr auch vor den Aufsichtsratssitzungen über die Themen zu sprechen. Insofern war es für mich sehr erstaunlich, aus dem Salzburg heute zu erfahren, dass sich in dem Fall die Eigentümervertreterin der Gesellschaft, wo ich den Aufsichtsratsvorsitz habe, von diesem Projekt verabschiedet. Ich habe es aus dem Fernsehen erfahren, so wie die Mehrheit der Herrinnen in diesem Gemeinderat und auch die Stadtregierung. Wenn das Transparenz à la NEOS ist, dann muss ich sagen, ich habe ein anderes Verständnis, wie man miteinander umgeht und was transparent ist. Im Übrigen ist der Herr Klubobmann Statzer am Freitag zur gleichen Zeit, wie die Frau Stadträtin das Interview gegeben hat, mit dem Herrn Bürgermeister zusammengesessen, hat auch über das Bad gesprochen und hat mit keiner Silbe, Herr Statzer, mit keiner Silbe dieses Thema erwähnt, dass sich die NEOS von dem Bad verabschieden. Und das nennen Sie ehrlich, das ist unehrlich und ein schlechter Stil und dann braucht man sich auch nicht wundern, wenn es einen Vertrauensverlust zu dem Thema gibt. Zum Thema, Sie können sich gerne nochmal zu Wort melden oder eine Tatsachenrichtigstellung machen. Das ist überhaupt kein Problem, das sieht die Geschäftsordnung vor. Demokratieverständnis. Ich weiß nicht, was da undemokratisch ist, wenn es eine breite Mehrheit in dem Haus gibt. Wenn die Bürger bei der Entwicklung dieses Standortes mit eingebunden waren, was ist da undemokratisch? Vor der Wahl hat die Bürgerliste, die ÖVP, die SPÖ und die Freiheitlichen alle gesagt, wir stehen zu diesem Standort. Diese Parteien haben mehr als 80% der Stimmen bekommen. Natürlich nicht nur, weil sie es fürs Bad stehen, also an anderen Gründen, aber der Wähler wusste, diese Parteien wollen das Bad. Und Sie nennen das undemokratisch, wenn eine andere Partei, die 12% bekommen hat, ein hervorragendes Ergebnis, 6 Mandatare, halt anderer Meinung ist und die andere Mehrheit sagt, nein, wir stehen zu, was ist hier und so funktioniert Demokratie. Anders funktioniert es leider nicht, Gott sei Dank nicht. Und in Ihrer Online-Petition, die Sie ja online geschalten haben, wo die Bürgerinnen und Bürger ja unterschreiben können, sind bis heute nach einer Woche 150 Ihrer Meinung und davon ist die Hälfte nicht einmal aus der Stadt Salzburg. Ich habe mir das extra heute in der Früh nochmal angeschaut. Also ich denke, bei allem Trubel, der da ist, die Mehrheit in dieser Stadt steht mit Sicherheit zu diesem Standard. Nachhaltigkeit ist Ihnen ja auch sehr wichtig. Ich frage Sie allen Ernstes, was ist bei Ihnen der Standort am Leppe, wie soll der nachhaltig sein? Es ist deklariertes, geschütztes Grünland. Dort fährt momentan nicht einmal eine Buslinie hin. Wenn wir eine bauen, ja, dann fährt eine einzige Buslinie zu diesem Hallenbad hin. Eine einzige. Das Paracelsus-Bad kann ich selbst mit dem Zug vom Bahnhof in 10 Minuten erreichen. Da fahren sämtliche Buslinien vorbei. Es gibt eine Mirabell-Tiefgarage. Wir bauen dort die Parkgaragengesellschaft. Dann, wenn das Bad gebaut wird, auch noch eine Tiefgarage. Das heißt, das ist toll erreichbar, ist zentral. Wäre das nicht jetzt schon ein Bad, würde man dort wahrscheinlich aufgrund der Kosten eh nie ein Bad bauen können, weil den Grund würde es nie kriegen. Aber wir haben den und deshalb sollte man die Chance nützen und das Leopoldskronenbad, der Kollege Wanner wird darauf eingehen, warum er damals auch ganz klar gesagt hat, wir machen es dort nicht. Sie sprechen immer von einer Entmachtung. Der Kollege Hüttinger hat es in einem Stadtsenat eh erklärt. Wenn in der Privatwirtschaft 5 Vorstände sind und der Eigentümer sagt, wir hätten gerne dieses Projekt, und einer von den Vorstandsmitgliedern sagt, also ich bin dafür zuständig, aber ich mache es nicht. Na, was glauben Sie, was mit dem passiert?
Wenn es ein soziales Unternehmen ist, dann kriegen sie ein anderes Projekt. Wenn es keins ist, dann kriegen sie einen goldenen Handshake und können das Unternehmen verlassen. So einfach ist es. Sie wollen ja immer noch privatwirtschaftlichen Grundsätzen arbeiten und insofern sehe ich sie auch nicht entmachtet, Frau Stadträtin, weil man hat innerhalb dieses Projekt, wo sie ja im Nachhinein gesagt haben, ich bin eh froh, dass ich es nicht machen muss, weggenommen. Der Bürgermeister hat gesagt, ah, mache es ich. Ja, ich bin auch froh, dass er das tut. Aber wegen dem sind sie nicht entmachtet. Sie haben nach wie vor das meiste Geld zu verwalten. Sie haben ein Riesenressort. Also hier von Entmachtung zu sprechen, der Kollege Badoc hat das bei der Grießgasse ebenfalls im Stadtsenat erwähnt. Er wollte diese Lösung auch nicht, dann hat es wer anderer gemacht. Gefreut hat er sich auch nicht drum, aber ich sage mal, er hat es zur Kenntnis genommen. Und das ist halt auch ein Teil der Demokratie. Wenn es eine Mehrheit gibt für ein Projekt, muss es irgendwer in seinem Ressort durchführen. Es ist eigentlich ziemlich logisch aus meiner Sicht. Mundtot. Den Vorwurf lasse ich auch nicht stehen, weil ich denke, wir haben bei den Parteienverhandlungen sehr ausführlich auch über dieses Projekt diskutiert. Es ist richtig, dass sie Bedenken hatten, es ist richtig. Nichtsdestotrotz haben sie am Ende des Tages gesagt, okay, dieses Projekt ist so weit schon entwickelt und der Standort ist einfach nicht mehr zu diskutieren. Und sie haben dann ihre Unterschrift unter dieses Parteienabkommen gesetzt. Das ist eh schon gesagt worden. Ja, und somit müssen Sie auch dazu stehen und haben Sie den Auftrag bekommen, dieses Projekt umzusetzen. Sie fordern einen neuen politischen Stil, Herr Klubobmann-Staatser, und der soll transparent und demokratisch sein. Ich muss ganz ehrlich sagen, Sie treten persönlich die Demokratie mit die Fiers, ganz ehrlich. Sie machen Demonstrationen, stören Standeln auf, ohne Genehmigungen vom Grundamt, zweimal im Übrigen. Sie hängen Wahlwerbung im Schloss Mirabell auf, ohne dass sie irgendwen fragen. Alle halten sich erinnern an Regeln, an Gesetze. Sie machen es nicht. Sie machen es nicht. Sie glauben, sie können das alles so nach ihrem Willen. Sie haben zuerst gerade, wir haben es gesagt, der Bürgermeister hat ein schlechtes Demokratieverständnis. Also wir verstehen unter Demokratie was anderes. Wir halten uns an Gesetze, wir halten uns an Regeln. Sie haben den Herrn Bürgermeister als sturen Hund bezeichnet. Ich glaube, es wird Ihnen wohl im Wahlkampf aufgefallen sein. Wir haben das im Wahlkampf sogar plakatiert und stellen Sie noch vor, 70% der Stadtbevölkerung hat gesagt, den sturen Hund hätte ich gern wieder als Bürgermeister. Sie können es fast nicht glauben. Ja, Sie können es fast nicht glauben. Aber bitte, die Galerie ist nicht am Wort. Kolleginnen und Kollegen, ich denke, es ist auch nicht ganz fair, weil ich glaube, die Neos haben am Anfang, sie sind neu, sie mussten vieles kennenlernen und ich glaube, es war die SPÖ-Fraktion und ich glaube, es war der Bürgermeister, der euch wirklich bei vielen Dingen am Anfang unterstützt hat und euch sind einige Hopperlas passiert, das möchte ich da herinnen gar nicht auflisten, was alles passiert ist, wo wir nicht an die Öffentlichkeit gegangen sind und auf den Finger gezeigt haben und schau das an, wo es jetzt wieder einige tappt waren. Nein, wir haben euch sogar viele Dinge, die wir im Club so regeln, gegeben. Der Bürgermeister, glaube ich, hat auch die Frau Stadträtin von Beginn an unterstützt. Das wird wohl keiner abstreiten. Insofern waren, glaube ich, viele bemüht, sie auch mit ins Boot zu nehmen und auch Vertrauen aufzubauen. Nur wenn man dann so handelt, wie Sie es machen, Herr Dr. Stadtser, dann ist es mit dem Vertrauen halt dann schnell einmal vorbei. Und ich glaube, es ist Zeit, dass sie endlich in der Realpolitik ankommen. Ein Bundeskanzler der SPÖ hat einmal gesagt, wenn man zu viele Visionen hat, dann braucht man dringend einen Arzt. Ja? Und ich glaube, es wäre an der Zeit, dass sie Verantwortung übernehmen, die, man sagt immer, bei Welpen gibt es einen Welpenschutz. Aus meiner Sicht ist der Welpenschutz für die Neos jetzt vorbei. Es gilt jetzt auch mal Flagge zu zeigen. Sie sitzen in der Regierung. Die Salzburger haben die Diskussion über dieses Bad wirklich satt. Ja? Ständig über dieses Bad zu diskutieren. Sie wollen endlich in diesem Bad schwimmen. Und nur mal zusammengefasst, die Sanierung... Bitte, Sie sind nicht am Wort. Bitte. Die Sanierung des Bestandes ist laut Gutachten einfach nicht rentabel. Ich glaube, das muss man zur Kenntnis nehmen, weil das wurde ja schon gefordert. Die Standortfrage wurde im Vorfeld wirklich untersucht und es sind auch die Bürger mit beteiligt worden. Dieses jetzt erstgereihte Projekt erfolgte einer Prüfung und wird im Kostenrahmen sein. Und deshalb denke ich mal, sollte man jetzt endlich zur Tat schreiten. Dank einer soliden Finanzpolitik,
dieses Gemeinderats unter Führung des Bürgermeisters in den letzten Perioden können wir das Bad auch ohne neue Schulden bauen. Das heißt, wir haben das Geld auch auf der Seite. Das braucht ein Bad, das den Bedürfnissen der Stadtbevölkerung entspricht. Das Kurhaus ist nochmal ganz wichtig. Es braucht kein Protzbad, so wie der Kollege Badocz das gestern schon gesagt hat. Kein Luxusbad, das wollen wir auch nicht bauen, aber auch keine kleine Badewanne im Stil der 50er Jahre. Liebe Kolleginnen und Kollegen, es geht überhaupt nicht darum, dass sich die Stadtpolitik oder sogar der Bürgermeister hier ein Denkmal baut. Um das geht es gar nicht. Um das geht es nicht. Es geht darum, dass wir jetzt nach so vielen Jahren der Diskussion auch wieder Glaubwürdigkeit zurückgewinnen müssen und dass es in dieser Stadtregierung möglich sein muss, endlich ein Bad zu bauen. Und ich glaube, dafür müssen wir alle was beitragen, nicht nur die, die jetzt die Verantwortung haben, weil am Ende des Tages, wenn wir es in der Funktionsperiode wieder mal nicht schaffen, dann viel Spaß bei der Wahlbeteiligung und viel Spaß bei der Wahl. In diesem Sinne beenden wir diese Zündeleien im Hintergrund und fangen wir jetzt endlich an, dieses Bad zu bauen. Es gibt eine breite Mehrheit dafür und ich denke mal, der Bürgermeister mit unserer Unterstützung wird das umsetzen. Dankeschön. Ich bedanke mich. Ich habe jetzt einige auf der Rednerliste, wurde jetzt gebeten, den Herrn Kollegen Rossmann zu den Zahlen zu bitten. Und er hat sich bereit erklärt, das zu tun. Er hat es ja gestern auch öffentlich gesagt und ich glaube, es ist für den Gemeinderat einfach sinnvoll, aus Ihrem Mund mal zu hören, von wo reden wir denn eigentlich. Vielen Dank für die Einladung, auch für die Chance, heute hier zu berichten. Ich möchte vielleicht voranstellen, eine persönliche Befindlichkeit. Ich liebe meinen Beruf außergewöhnlich. Es sind Tage wie diese, die Farbe in meinen Beruf bringen, weil ich ansonsten immer nur mit nackten Fakten und Zahlen zu tun habe. Ich schicke weiter voraus, dass ich Ihre Sprecher einer Arbeitsgemeinschaft bin. Wir sind eine Dreiergemeinschaft, Rinder und Partner als Federführer. Ich als Projektleiter von diesem Büro kommen, als weiterer Partner Wendel, Bedientechniker GmbH aus Graz und Geos Consulting aus Klagenfurt im Hinblick auf die besonderen Umstände der Bodenmechanik und Geotechnik. Was vielleicht noch nötig sein wird, Kollege Wachsenreuter von Geos ist auch ausgebildeter Mediator. Das sage ich jetzt mal so vorsichtig. Voranstellen möchte ich weiters noch einen Lichtblick für Sie. Ich durfte jetzt in meiner doch sehr langen Karriere als Projektsteuerer und Manager einige namhafte öffentliche Projekte, insbesondere Großkrankenhäuser und Bäder und Thermen betreiben. Alle sind im Kostenrahmen geblieben, alle wurden sie fertig. Und ich würde vielleicht einmal einen Teil der Geschichtsforschung, ob auch die Diskussion um die Thermen der Römer, die wir heute gerne anschauen, so heftig ausgefallen sind. Es freut mich aber Ihre Anteilnahme. Ich liefere jetzt einen trockenen Faktenbericht, in dem ich den SIG gebeten habe, ihn berichten zu dürfen, weil wir die Diskussion der letzten Wochen schon sehr großen Kummer und Sorgen bereitet hat. Und ich beginne jetzt mit der ersten Frage, die heute schon angesprochen wurde. Soll man das bestehende Bad sanieren oder soll es abgebrochen und neu errichtet werden? Dazu ein paar Bilder vom Bestand, auch die sehr niedliche Karikatur, mit uns nicht, wir wollen da drinnen bleiben. Es gibt eine eindeutige Entscheidungsgrundlage, nämlich ein Gutachten von Baumeister Jastrinski aus dem Jahr 2009, der mit einem großen Team den Bestand sehr eingehend analysiert hat. Genau in dieser Frage, lohnt es sich oder lohnt es sich nicht? Das Ergebnis ist eindeutig. Es gibt sehr gravierende Mängel im Rohbau. Wir alle kennen die dramatischen Ereignisse rund um das Bad Reichenhall, die in der Folge zu einer deutlichen Verschärfung der kompletten Normung der Tragwerkslehre geführt haben. Wir haben dort nicht ausreichenden Brandschutz. Es sind umfangreiche Betoninstandsetzungsmaßnahmen notwendig. Ein Bad hat eine sehr aggressive Atmosphäre. Aerosole gelangen durch die Chlorierung in die Luft. Und diese Aerosole greifen, wenn die Betondeckung mangelhaft ist, den Betonstahl an und der korrodiert und es führt zu Lochfraß und zu einem jähen Versagen. Dieses Versagen zeichnet sich nicht ab, das passiert eh. Wir haben
eine Mooraufbereitungsanlage, die nicht nur dem Stand der Technik entspricht. Wir haben, weiß Gott, gravierende Mängel in der thermischen Bauphysik. Dort ist heute die Normung deutlich weiter. Das Einzige, was funktioniert und halbwegs am Stand ist, ist die Bädertechnik, aber die komplette andere Gebäudetechnik ist zu erneuern. Die Rückführung in den Rohbau wäre also mit unausweichlich. Die Kosten für diese Bestandssanierung würden jenen eines Neubaus gleichkommen. Und heute wurde das schon erwähnt, dann hätte man immer noch eine alte Bausubstanz, deren Restlebensdauer endlich ist. Und was dazu kommt, die ganzen Abstände zwischen Becken untereinander, die Sicherheitseinrichtungen, entsprechen nicht mehr dem aktuellen Stand der Normung. Es gibt seit 2008 eine sehr strenge Norm, die EN 15288 Teil 1 und 2 und seit dem vergangenen Jahr eine Neuauflage, der in diesen Bereichen, insbesondere von der Gewerbebehörde, immer angewendeten KOK-Richtlinien. Sodass es eindeutig für ein Votum zum Abbruch und Neubau kam. Die zweite Diskussion, die heute schon angeschnitten wurde, ist jene um den Standort. Im Vorfeld, bevor Jastrinski sein Gutachten erstellte, startete schon diese Diskussion. Wir haben gehört, es gab zahlreiche Unterschriftenaktionen mit einem doch bedeutsamen Votum für die Erhaltung am historischen Standort. Und auch Architekturexperten, die damals noch für den Erhalt des Bestandes waren, haben soziale, baukulturelle und insbesondere städtebauliche Gründe angeführt. Viel wichtiger sind jene, die die Benutzer anzuführen haben, nämlich die gute Erreichbarkeit, die Lage für den urbanen Bewohner mitten in der Stadt und auch aus der Gewohnheit heraus die Möglichkeit, dort umfangreiche Kuranwendungen zu genießen. Das bestehende Kurhaus hat über 110.000 Anwendungen per anno. Das Kurhaus, wir sprechen hier nicht von Paracelsus Bad, und davon fast 40.000 Moor-Anwendungen. Das Kurhaus ist also österreichweit eine einzigartige Einrichtung mitten in einer Stadt. Alle anderen Moorbäder finden Sie weit außerhalb und da müssen Sie Aufenthalt nehmen. Hier können Sie nach der Arbeit gerne zu einer Behandlung kommen. Der Standort Liefering wurde sehr bald verworfen, da als nicht sinnvoll erachtet wurde, und als Ersatz wurde das heute schon angesprochene Eierbad mittlerweile errichtet im Süden von Salzburg und auch im Jänner 2013 eröffnet. Damit war eigentlich für uns jetzt nur retrospektiv betrachtet, denn wir sind ja erst heuer zum Projekt gestoßen, eindeutig bereits die Weichenstellung für das Neubauprojekt Paracelsus Bad am bestehenden Standort gegeben. Es kam dann 2010 zu einer Entscheidungsgrundlage, welchen Inhalt soll dieser Neubau haben, durch diesen Amtsbericht von Magister Lackner. Der wurde im Juni vorgelegt und damals gingen voraus zwei Variantenstudien. Eine Variante mit Neubau und entsprechender Erweiterung und anschließender Übersiedlung des bestehenden Kurhauses in den Neubau und Verwertung des Grundstücksteils, wo jetzt das Kurhaus steht. Die Variante 2 war praktisch die Erhaltung des kompletten Standortes mit Abriss, Neubau, Kurhaus und Bad und erweiterten Raumprogramm. Dieses erweiterte Raumprogramm wurde über Mitwirkung von zahlreichen externen Experten mit den Vertretern der Stadt Salzburg erarbeitet und führte zu dieser Masterplanvorgabe für den anschließenden Architekturwettbewerb, wo die grundsätzliche Machbarkeit der Unterbringung dieser Baumasse auf dem Standort unter dem Blickwinkel städtebaulicher Möglichkeiten auch angedacht und dargestellt wurde. Weiters gab es nach der Gemeinderatswahl 2014 dann das heute schon angesprochene Arbeitsübereinkommen zwischen den Regierungsparteien. Und dieses zitiere ich hier wörtlich, Sie können es ablesen, ich erspare mir das Vorlesen, es wurde ohnehin mehrfach publiziert. Diese Fakten, die ich jetzt bisher aufgelistet habe, führen eindeutig für uns als installierte Projektmanager zu einer Unumkehrbarkeit der Beschlüsse. Man hätte sich sonst die Mühe und die Kosten, die man bisher aufgewandt hat, nämlich fast 800.000 Euro für den durchgeführten Wettbewerb und die vorangegangenen Studien sparen können. Wie sieht das Raumprogramm aus? Weil immer der Begriff Spaßbad durch die
Presse geht. Ich denke, dass dieser Begriff falsch gewählt wurde. Das mag schon sein, aber wir sind erwachsene Menschen und ein Spaßbad ist vielleicht einmal ein Einzelbegriff, aber wir haben einen weitaus umfassenderen Anspruch an dieses Bad. Wir denken, dass es allein durch die Definition des Raumprogramms besser als Kur-, Familien- und Wellnessbad bezeichnet wird. Ich stelle hier ein paar Zahlen gegenüber. Das sind die Vorgaben aus dem Architekturwettbewerb. Und Sie sehen hier den Anteil des Paracelsus-Bades an der oberirdischen Nutzfläche bei knapp 30%. Mit Gastronomie und Sauna kommt man dann annähernd auf knapp unter 40%. Dazu das Kurhaus, das fast halb so groß ist oder mehr als halb so groß. Und dann noch die schon angesprochene Büronutzung, sodass insgesamt, wenn man dann die Tiefgarage dazu zählt, 77% oberirdische Nutzfläche vorhanden sind und davon auf das Paracelsus-Bad mit Gastro, Café und Sauna 38% lediglich fallen. Das heißt, es gibt an diesem Standort zur Ausschöpfung der möglichen Dichte und der städtebaulichen Vorgaben und damit einer besseren Verwertung des Grundstücks natürlich zahlreiche andere Funktionen, die ich schon angeschnitten habe. Der Auszug aus der Wettbewerbsauslobung hinsichtlich des Profils des künftigen Paracelsus-Bades ist im Kern auf Familien und die Bewohner der Stadt Salzburg ausgerichtet. Es sollen alle Altersbereiche von Kleinkindern bis Senioren angesprochen werden. Dieser Umstand erfordert eine intelligente Zonierung, sodass unterschiedlich laute Bereiche nebeneinander existieren können. Das ist für mich deswegen ein wichtiger Hinweis, wenn ich jetzt im Anschluss dann auf das ursprüngliche SIGO-Projekt zu sprechen komme. Das Raum- und Funktionsprogramm hier noch einmal thematisch aufgelistet. Der Spaßbereich ist tatsächlich klein gehalten, er ist aber ein wichtiger Bestandteil und soll eben dieses Segment der Badbenutzer positiv ansprechen, überwiegen und wahrscheinlich auch in künftigen Entwicklung stärker zu berücksichtigen ist der Thermen- und Saunabereich. Das ist der demografischen Entwicklung und dem Nutzungsverhalten aller Bevölkerungsteilnehmer geschuldet. Dazu noch der Bürohausbereich, die Tiefgarage mit den rund 100 Stellplätzen. Auch hier vielleicht ein kleiner Sidestep. Wir haben auch als Projektsteuerer das Bad Eckenberg in Graz betreut für 270.000 Einwohner, deutlich größer, nicht im Stadtzentrum gelegen, aber erreichbar mit einer Straßenbahnlinie. Und wir haben dort lediglich 110 Parkplätze. Und das Bad ist voll und kann jetzt durch die erzielten Einsparungen, wir konnten heuer einen namhaften Betrag an Fördergeldern an das Bundesministerium zurücküberweisen und mit dem Rest der Einsparungen wird gerade eine zusätzliche Sauna für 100 Personen errichtet. Die Badcharakteristik ist also besser so beschrieben, dass man sagt, es ist überwiegend ein Kur-, Familien- und Wellnessbad mit einem eher untergeordneten, aber durchaus notwendigen und ergänzenden Spaßbereich. Die Ausrichtung ist im Hinblick auf Krankheitsprävention gedacht und eindeutig im Hinblick auf eine stärkere Ausrichtung auch auf die Best Ages und auf die demografische Entwicklung. Wir alle haben heute statistisch eine Lebenserwartung von 90+. Und diese dann nicht mehr im Arbeitsprozess stehende Bevölkerung soll gesund bleiben, hat dann die Möglichkeit der gesunden körperlichen Ertüchtigung im Badbereich und gleichzeitig aber auch die arbeitende Bevölkerung und die Familien mit ihren Kindern. Der Fokus liegt eindeutig auf der Weiterführung der Tradition dieses österreichweit, wie ich meine, einzigartigen Kurhauses mitten in der Stadt mit diesen Mooranwendungen, mit der Möglichkeit angeschlossen dann auch für die Besucher der Kuranstalt Sport oder Wellness im Bad zu genießen. Das Wellnessbedürfnis ist nach allen gängigen Analysen und Prognosen weiterhin mit einem sehr starken Zuwachspotenzial ausgestattet. Es gab das Jahr 2014 in Berlin einen Kongress, wo dieser Trend weiterhin aufgezeigt wurde und eigentlich den öffentlich-rechtlichen Baderrichtern und Betreibern nahegelegt wird, dem auch Rechnung zu tragen. Sodass aus meiner Sicht
der Begriff Spaßbad durchaus ersetzt werden sollte durch Kur-, Familien- und Wellnessbad oder wenn das zu sperrig ist, vielleicht Paracelsus Spa. Ich glaube, Sie sind alle herzlich eingeladen, hier an einem Namenswettbewerb mitzuwirken. Bis wir es eröffnen, haben wir dann vielleicht einen griffigen Namen. Was war der bisherige Verfahrensablauf? Wenn ich immer höre, Dilemma und Desaster. Ich kann dieses Desaster beim besten Willen nicht erkennen, denn es war ein langwieriger, aber den Abläufen des Bundesvergabegesetzes geschuldeter, korrekter Ablauf, dieser festzustellen. Ich zeige nur kurz auf, wie das mit der Auswahl des Siegerprojekts passierte. Der Wettbewerb fand im Jahr 2012 statt. Es gab dann eine Jury, Anfang Oktober. Diese Jury hat im Wissen um die hohe architektonische, städtebauliche Qualität, die diesem innerstädtischen Standort absolut angemessen war, beim Siegerprojekt Anmerkungen gemacht. Und diese Anmerkungen führten dann zu dem vorsichtshalber im Verfahren schon vorgesehenen Realisierbarkeitsnachweis, dem die Architekten sich zu unterziehen hatten. Sie müssen sich vor Augen führen, eine Jury hat je Projekt 5 Plakate, einen schlanken Bericht, wo nur die wesentlichen groben Parameter hinsichtlich der Funktion, der technischen Umsetzung beschrieben sind und eine Grobkostenschätzung mit einer vorgegebenen Bandbreite, wo jeder der Teilnehmer innerhalb dieser zweiten Stufe, innerhalb des vorgegebenen Rahmens lag, nach eigener Einschätzung. Und diese Einschätzung hatte der Vorprüfer kritisch zu bewerten. Er verwendet dazu Zahlenmaterial nach dem BKI, Baukostenindex Deutschland. BKI ist ein Standardwerk für alle Kostenschätzer, wenn nichts anderes verfügbar ist. BKI beinhaltet gerade einmal 6 Bäderbauprojekte. Die Neufassung hat jetzt 10. Und diese 6 Bäderbauprojekte galt es dann auf die vorgelegten Wettbewerbsentwürfe umzusetzen und mittels Hebefaktoren der jeweiligen Einschätzung der Komplexität anzupassen. Wie grob das nur sein kann in dieser Phase, weiß jeder, der hier in einer derartigen Jury mitgewirkt hat. Hier geht es ausschließlich um die Beurteilung der Grundsatzidee, die Unterbringung der gewünschten Funktionen, die quasi nachhaltige Wirkung auf das städtebauliche Ensemble und die erwartete Magnetwirkung auch für die Besucher. Die Architekten wurden dann aufgefordert, ihr Generalplanerteam zu benennen. Dieser Vorgang nennt sich Nachweis der technischen und wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit. Und sie haben einerseits diesen Nachweis bis Ende 2013 vorgelegt, ebenso wie den Realisierbarkeitsnachweis, der dann statt 5 Plakaten bereits 439 Seiten Umfang hatte, mit zahlreichen, sehr detaillierten Ausarbeitungen jeglichen Fachbereichs. Wir haben das dann als später beauftragte Projektmanager zu prüfen gehabt und sind zu einem negativen Prüfergebnis gekommen, wie es ja bekannt ist. Ich sage, das war eine Vorsichtsmaßnahme, die notwendig erschien, denn man wollte mit dieser Schleife, die die SIG einzog, einerseits die Gewissheit, ob das angetretene Team in der Lage ist, die Aufgabe tatsächlich auch im Sinne der Juryanmerkungen umzusetzen. Das muss verneint werden. Es gibt sehr hochwertige, analytische, detaillierte Auswertungen je Fachbereich, aber was fehlt, ist die integrierte Gesamtaussage. Dort hat man dann schon erkannt, dass ihre Erfahrung als Generalplaner nicht vorhanden war, weil diese Gesamtaussage nicht nachweisbar war und man erkennen musste, dass zwischen den einzelnen Fachdisziplinen Widersprüche vorlagen. Und was dann allerdings den endgültigen Ausschlag gab, war, dass trotz eines Jahres Zeit für die Beibringung der Eignungsnachweise es den beiden Architekten nicht gelungen ist, diese tatsächlich zu erfüllen. Und das war letztlich der formale Grund, ausschließlich der formale Grund, unabhängig von der nicht Realisierbarkeit des Projekts, das Team auszuscheiden. Dagegen wurde Einspruch erhoben und dieser Einspruch wurde von einem Landesverwaltungsgericht nach einer fast 4-stündigen Verhandlung deutlich abgelehnt.
Das heißt, es war ein sehr guter Entscheid, hier zu prüfen, ob das Team in seiner dann noch neuen Zusammensetzung in der Lage ist, diese Aufgabe umzusetzen. Das hat sich als nicht möglich herausgestellt. Es ist besser, hier das Geld für den Realisierbarkeitsnachweis auszugeben und auch den Zeitverlust in Kauf zu nehmen, als dann mit diesem Ding vielleicht kläglich zu scheitern und Millionen in den Sand zu setzen. Also kein Dilemma, sondern eine bewusste Vorsichtsmaßnahme, wo ein mögliches Szenario dann tatsächlich eintrat. Nebenbei möchte ich noch sagen, dass auch bei unserem Verfahren Auswahl des Projektmanagements es 3 Einsprüche gab und wir daher erst im April des Jahres beauftragt werden konnten, Ende April. Wir haben dann binnen 2 Monaten den Bericht vorgelegt und der führte dann zum geschilderten Ergebnis. Jetzt muss ich Sie leider mit einer Materie strapazieren, die Ihre volle Aufmerksamkeit fordert. Kosten sind ein Thema, wo sehr viel passiert, wenn man Äpfel, Birnen, Zwetschgen, Rosinen und vielleicht noch Salatköpfe miteinander vergleicht. Alle in den letzten Wochen publizierten Zahlen gibt es tatsächlich. Sie wurden aber ausnahmslos aus dem Zusammenhang gerissen und leider zu meiner Verwunderung fehlinterpretiert. Daher diese Verwirrung und das vermeintliche Chaos. Ich führe es jetzt in ein paar Folien durch die grundsätzliche Wissenschaft einer Kostenentwicklung in einem komplexen Projekt durch. Was war die Vorgabe? Die 37 Millionen, die den Wettbewerbsteilnehmern vorgegeben wurden, waren ausschließlich jene Kosten, die Sie mit Ihrem Entwurf direkt beeinflussen können. Und direkt beeinflussen können Sie nur das Bauwerk. Das Bauwerk ohne Einrichtung, ohne Abbruch, ohne Honorare, ohne Nebenleistungen. Und diese direkt beeinflussbaren Baukosten waren 37 Millionen für das Kurhaus, das Paracelsusbad und das Bürohaus. Nicht dabei die Tiefgarage, weil die gesondert finanziert wird, und nicht dabei die weiteren Kostenbestandteile, die eben über diese Baukosten hinausgehen. Auch die komplette Einrichtung, die wird ja letztlich dann vom Betreiber gewünscht und ist dort bei ihm die Qualitätsschiene anzusetzen, auf Dauerhaftigkeit oder auf rasche Durchsatzzeit und öfteren Wechsel dieser Einrichtung. Die ÖNORM B1801, erster Teil, das ist unsere quasi Bibel, die wir anwenden müssen, ist so gegliedert, dass es 9 Kostengruppen gibt, von Grund bis zu den Reserven. Und die 37 Millionen sind diese rot gekennzeichneten Felder innerhalb der Baukosten. Zu den genannten Errichtungskosten kommen dann noch die jetzt blau markierten dazu, nämlich die Aufschließung. Die Aufschließung beinhaltet den Abbruch, der ja in Etappen erfolgen muss. Die beinhaltet auch die komplette Erschließung mit Versorgungsleitungen und die Erschließung mit Entsorgungsleitungen. Dann kommen dazu die Kosten der Einrichtung für das gesamte Haus. Alle Planungsleistungen, und Planungsleistungen ist der Überbegriff, da sind alle Gutachten dabei, die örtliche Bauaufsicht, die Projektsteuerung, die Controlling-Maßnahmen und so weiter. Auch die bereits jetzt aufgewandten Gutachten in der Vorphase. Dann kommen noch dazu Nebenleistungen. Zu Nebenleistungen gehören zum Beispiel die Energiekosten während eines Winterheizbetriebs, alle Kommissionsgebühren, alle Gebühren für die Veröffentlichung von Ausschreibungen, denen sich der öffentliche Auftraggeber zu unterziehen hat. Auch Leistungen für allfällige Einsprüche, wo auch Rechtsbeistand gefordert ist. Und dann kommt ein großes Kapitel Reserven. Warum Reserven? Auf das werde ich jetzt noch näher eingehen. Ich bleibe aber vorerst noch bei den Kosten für die im Verfahren verbliebenen Projekte. Das ist jetzt ein richtiger Zahlenfriedhof, soll Sie nicht verwirren. Sie sehen links oben die 9 Kostengruppen gesamtheitlich dargestellt. Ich möchte dazu sagen, wir haben das nicht nach BKI geschätzt, sondern wir verfügen in unserem Projektmanagement-Team insgesamt über mehr als 20 ausgeführte Projekte und den daraus ersichtlichen Statistiken. Und diese Projekte haben wir dann jeweils valorisiert auf diesen Zeitraum, der dieser Berechnung zugrunde liegt, und haben dann bereits die Spezifika dieses
Projekts Paracelsus Bad durch Hebefaktoren mit berücksichtigt. Es gibt also bereits in der Grundschätzung, die jetzt links steht, Ansätze für Erschwernisse aus der Gründung im Seeturm. Es gibt hier bereits Aufschläge für die Errichtung mit Passivhausstandard. Es gibt Aufschläge für die Spezifika der jeweiligen statischen Komplexität und vieles weitere mehr. Sodass das mit gutem Gewissen jene Kosten sind, die wir als Projektmanagement anzupeilen haben. Denn wir haben ja zugrunde gelegt Kosten ausgeführter Projekte, da kennen wir sie bereits, da ist die Unsicherheit weg. Und die Spezifika hier am Standort haben wir durch Aufschläge zusätzlich berücksichtigt. Dennoch sagt die Lehre und die Vorsicht, dass in diesem Zeitraum jetzt noch Reserven zu dotieren sind. Da komme ich noch darauf zu sprechen. Wo finden sich jetzt die 37 Millionen wieder? Das ist dieses rot eingerahmte Feld. Das kommt im Durchschnitt bei den verbleibenden Projekten auf 36,5. Das sind diese Baukosten ohne Aufschließung, ohne Einrichtung, ohne Tiefgarage. Geht man dann jetzt von einem Best Case aus und sagt, wir haben ja als Manager bereits Kosten ausgeführter Projekte berücksichtigt und haben jetzt nur noch die erwartete Indexentwicklung aufzuschlagen. Und diese Indexentwicklung haben wir differenziert nach Leistungsschwerpunkten der einzelnen Kostengruppen errechnet und haben als Prognosewert angesetzt 2,5%. Wer sich die Mühe macht, in den Baukostenindex zu schauen, des Statistischen Zentralamtes, wird sehen, dass im vergangenen Jahr der Index bei 1,35% Erhöhung lag. Wir gehen aber davon aus, dass es innerhalb dieses Errichtungszeitraums, hoffe ich, zu einer Konjunkturerholung kommt und gehen daher mit einem höheren Wert, deutlich höheren Wert in die Prognose. Diese 2,5% bei Anno aufgeschlagen ergeben Baukosten plus Nebenleistungen, das heißt insgesamt Errichtungskosten von 58,3 im Mindestfall für alle Projektteile. Und schöpft man jetzt die Reserve voll aus und diese Reserve ist von oben gerechnet mehr als 25% oder von unten gerechnet 30% auf die Baukosten, dann wären theoretisch 72 Millionen denkbar. Aber ich sage ausdrücklich theoretisch. Warum dieser Wert hier dasteht, werde ich Ihnen in der nächsten Folie erklären. Vielleicht noch eine weitere Festlegung. Das, was die Stadt zu finanzieren hat, ist das, was hier orange angeklickt ist. Das heißt, wir haben in der Spalte Paracelsusbad die mindestens 28,4 Millionen oder maximal 34,5 Millionen stehen. Das Kurhaus mit mindestens 14,1, maximal 17,3. Und dann muss man von rechts außen, von der Tiefgarage, die ja fremdfinanziert wird, noch 20% Gründungsanteil rüberschieben, weil dieser Gründungsanteil ja nur daher rührt, weil oben 7 Geschosse draufstehen. Die gehören eigentlich nicht zur Tiefgarage, sondern zum Bad selbst. Und dann ergeben sich maximal im Worst Case 53,6 Millionen. Und das ist ein Wert, der kleiner ist als die bisher angesparten 55 Millionen. Daher, alle Zahlen, die bisher genannt wurden, haben ihre Richtigkeit, jede einzelne Zahl. Aber der große Zusammenhang, den sehen Sie jetzt in dieser Tabelle. Warum machen wir Reserven? Ich habe ja erwähnt, dass zu Beginn der Entscheidung 5 Plakate pro Wettbewerbsteilnehmer vorliegen. Wir bauen Unikate. Es gibt keine Wiederholung. Jedes Bauwerk hat seine Tücken, seine Eigenheiten, seine Besonderheiten. Daher sind die Kosten zu diesem Zeitpunkt beileibe nicht exakt vorhersehbar. Wir müssen dann, wenn der Auftrag an den Generalplaner erteilt ist, schrittweise die Aufgabenstellung konkretisieren. Die vorher getroffenen Annahmen werden dann entweder bestätigt oder sie werden sich als falsch herausstellen und müssen weiter steuern. Das ist das Wesen einer immer feiner und detaillierter werdenden Planung. Zu Beginn einer Ausschreibung oder am Ende einer Ausschreibung haben wir zehntausende Dokumente und hunderttausende Positionen. Und dann ist immer noch die Unsicherheit des Marktes da. Wie reagiert der Markt? Und das können wir nur einschätzen aus der Erfahrung. Also wir sind jetzt nicht in der Lage, eine Kostengenauigkeit auf den Punkt zu nennen. Wir können nur Zielkosten aus der Erfahrung definieren und haben jetzt die Bandbreite. Die Lösung liegt eben in der Dotation von Reserven, die derzeit 25 bis 30% ausmachen in dieser Phase.
Das Ganze spielt sich innerhalb dieses Kostentrichters ab. Wir stehen jetzt ungefähr hier, quasi am Ende der Grundlagenermittlung zu Beginn des Vorentwurfs. Da sagt die Judikatur, da sind wir bei einer Genauigkeit von fast plus minus 40% und die Professionalität sagt plus minus 20%. Folgerichtig hat der Auftraggeber SIG in unseren Vertrag hineingeschrieben, Projektsteuerer, du musst jetzt 30% berücksichtigen. Wir sind der festen Überzeugung, dass wir das schaffen. Was tun wir jetzt im weiteren Projektverlauf? Wir werden uns, ich sagte es gestern mit der Metapher, ich bin der Pilot des Tandems, des Tandem-Fallschirms. Sie als Auftraggeber vertrauen sich uns an, aber ich muss rechtzeitig an den richtigen Leinen ziehen, damit ich mit Ihnen das von Ihnen vorgegebene Ziel anpeilen kann und auch erreiche. Das ist das untere Ende des Trichters. Das ist einfach unser ganz normaler Vorgang. Das bedeutet keineswegs, dass diese maximalen Kosten von 72 Millionen ausgeschöpft werden dürfen. Nur jetzt genauer zu rechnen, ist falsch, ist einfach gelogen. Das wissen wir noch nicht. Warum ist auch diese Ungenauigkeit notwendig? Wir haben es mit Errichtungskosten hier zu tun. Sie sehen hier in der Ölnorm den Ausdruck noch einmal, wie die Reserven definiert sind. Und die Kapitel 9b03, 9c02 sind jene Reservemittel, die dem Bauherrn die Möglichkeit geben, innerhalb des weiterführenden Planungsprozesses noch an den Qualitäten zu schrauben, und zwar im Hinblick auf eine Lebenszykluskostenbetrachtung. Warum Lebenszykluskosten? Die neue Norm schreibt es eigentlich für öffentliche Auftraggeber zwingend vor. Sie investieren einmal, aber sie betreiben dann über die komplette Lebensdauer das Objekt. Und es ist eindeutig so, dass bei Bädern die Betriebskosten, das heißt Personal plus Energie plus Renovierungskosten, Reinvestitionskosten, mindestens viermal so hoch sind wie die Errichtungskosten. Und dann haben wir am Ende vorausgesetzt, dass die Entsorgungsgebühren weiter so steigen, auch irgendwo Abbruch und Entsorgung zu berücksichtigen. Und diese Entwicklung, dass man auf eine sparsame Entwicklung der Betriebskosten jetzt schon in der Planung achten muss, der wurde schon Rechnung getragen in der Wettbewerbsausschreibung, dadurch, dass man ganz klar Passivhausstandard als Ziel anstrebte. Ich weiß das auch aus meiner Heimatstadt Graz, wo bis 2050 Graz eine Zero-Emission-Bestätigung haben möchte und umgekehrt alle öffentlichen Bauten ohne Energieeintrag, sondern einfach mit dem, was sie aus quasi erneuerbarer Energie schöpfen, auskommen möchten. Daher ist es notwendig, jetzt zu überlegen, ob man nicht beispielsweise sinnvollerweise 10% mehr investiert. Denn 10% mehr Investition hat auf die Lebenszykluskosten eine Auswirkung von 2 bis 2,5%. Erziele ich damit aber 10% Betriebskosteneinsparung, habe ich 7 bis 8% Betriebskosten eingespart. Daher, ich wiederhole, im gegenwärtigen Stadium eine relativ groß dotierte Reserve. Wir beginnen jetzt den interaktiven Prozess zwischen Auftraggeber, Planer, Betreiber, müssen das Betriebsorganisationskonzept anpassen an das Projekt und umgekehrt das Projekt an das Konzept. Wir brauchen Hygienepläne, Reinigungspläne, ein Gastronomiekonzept. Es steht noch nicht fest, ob es Eigengastronomie wird oder verpachtet, Eigenpersonal für die Reinigung oder Fremdpersonal. Alle diese vielen Themen müssen vorher bearbeitet werden und dann können wir konkretere, immer konkreter werdende Aussagen treffen. Bleibt also für mich eine sehr einfache Zusammenfassung. Erstens, Sanierung des Bestandes ist unrentabel. Diese Entscheidung ist bereits frühzeitig getroffen worden, war ja auch die Grundlage für die Überlegung, neu zu bauen. Die Standortfrage wurde im Vorfeld eindeutig auf Basis mannigfacher Untersuchungen, einschließlich eines umfassenden Bürgervotums entschieden und ist schon deswegen aus unserer Sicht heute unumkehrbar, weil ja Beschlüsse zugrunde liegen. Das Raum- und Funktionsprogramm wurde von Experten in Zusammenarbeit mit den Auftraggebervertretern erstellt
eingehend untersucht, auch die künftigen Entwicklungen an die Anforderungen an solches Bad berücksichtigt. Und dieses Raum- und Funktionsprogramm bildete die Grundlage für den Architekturwettbewerb. Das ursprüngliche Wettbewerbsiegerprojekt war leider muss ich sagen, es wäre fantastisch gewesen, aber innerhalb der vorgegebenen Rahmenbedingungen dann aufgrund der, ich sage es jetzt vorsichtig, nicht gelungenen Überzeugung durch die Jury, lieber präsumtiver Generalplaner, nehmen die Anmerkungen auf, berücksichtige sie in deiner weiterführenden Planung und zeige, dass du das kannst. Das war nicht realisierbar. Und die Eignungsnachweise wurden auch nicht erbracht, daher war das Projekt leider auszuscheiden. Es wäre tatsächlich spektakulär geworden. Es ist nicht komplizierter als alle anderen. Das möchte ich an der Stelle auch sagen. Gleich groß, gleich die Wasserfläche. Es hat nur eine andere Anordnung an Räumen und eine andere Art der Fassadengestaltung. Die im Verfahren gebliebenen Projekte liegen nach Prüfung durch uns alle innerhalb der vorgegebenen Rahmenbedingungen, weil sie eben eine große Kostenbandbreite jetzt noch haben und können nach unserer Einschätzung mit entsprechenden Adaptierungen, die jetzt insbesondere durch unseren Projektsteuerungspartner GMF, der für die Betriebsorganisationsberatung zuständig ist, umgesetzt werden. Und das ist vielleicht der wesentliche Punkt, alle bisherigen Verzögerungen resultieren aus Einsprüchen in verschiedenen Verfahren und sind dem Bieterschutz des Bundesvergabegesetzes geschuldet. Das Bundesvergabegesetz, das so gut ist, dass es 2015 in die, ich habe mich jetzt verzählt, 13. oder 14. Novelle geht. Dem müssen wir uns aber unterwerfen und der Bieterschutz hat dort einfach einen großen Stellenwert. Jeder Einspruch bringt mindestens 6 Wochen an Papierverzögerung mit den Vorlauf- und Nachschlafzeiten. Zeiten sind es dann im Minimum 2 Monate. Und ich hoffe sehr, dass mit dem jetzt gestern verkündeten Entscheid, welches Projekt jetzt zur Umsetzung quasi geführt werden soll, es keinen Einspruch mehr gibt, weil aus meiner persönlichen Überzeugung hier eine eindeutige und logische Festsetzung passierte, die im Übrigen von der Jury getragen wird. Sodass ich behaupten kann, das Projekt liegt nach Ablauf dieser Stillhaltefrist, wenn es keinen Einspruch gibt, deutlich auf Schiene. Wir haben alle Anfangshürden hinter uns. Es gibt jetzt nur noch eines, Augen zu und durch, und ich werde entsprechend an den Leinen ziehen, sodass wir gemeinsam mit dem Fallschirm eine Funklandung machen. Möglicher Partygehen nach wie vor 2016. Vielen Dank. Ich danke Ihnen ausdrücklich für diese, ich danke Ihnen ausdrücklich für diese umfassende Präsentation. Johannes, können wir die jedenfalls auf die Homepage stellen, wenn sie nicht eh schon, da ist sie schon, danke. Und natürlich, wenn es gewünscht wird, können wir die auch elektronisch den Fraktionen zukommen lassen. Weil ich glaube, das ist wirklich, das ist eine Grundlage, mit der sich vernünftig diskutieren lässt und reden lässt und auch für Sie als Gemeinderätinnen, eine Rückversicherung Ihres Tuns und Ihres Abstimmungsverhaltens. So, jetzt haben wir zur Geschäftsordnung. Habe ich gerade gesagt, also es ist jetzt schon auf der Homepage und Sie kriegen es elektronisch in die Fraktionen, in die Clubs. Also Sie bekommen die komplette Unterlage zu Ihrer Information. Ja. So, ich habe jetzt noch ein paar Wortmeldungen. Insgesamt 4. Gibt es noch Herr Ferf, Herr Gemeinderat, pardon. Sind es 5? Wortmeldung oder Tatsachenrichtigstellung? Bitte zuerst die Tatsachenrichtigstellung. In der Bank bitte.
Ich habe gedacht, das ist eine Tatsachenrichtigstellung. Ich war bei dem Mittagessen dabei. So, ich habe jetzt Wortmeldung Treuner, bitteschön. Herr Bürgermeister, hoher Gemeinderat, zunächst noch einmal kurz mein persönlicher Eindruck, und ich täusche mich, glaube ich, nicht, wenn der Eindruck bei den meisten Gemeinderätinnen und Gemeinderäten ähnlicher Natur ist. Wir haben für dieses Vorhaben Paracelsusbad ja nicht nur einen Architekturwettbewerb ausgeschrieben, sondern auch einen Wettbewerb über das Projektmanagement. Uns war von Anfang an klar, dass wir für diese Dimension, bei allem Respekt der SIK, ein Projektmanagement zur Seite stellen müssen. Und der Branche Rossmann hat es gerade angeschnitten, auch hier gab es wieder Einsprüche, aber ich bin sehr froh darüber, über die Entscheidung dieser Jury des Projektmanagements, wo keine Politiker und Politikerinnen dabei gesessen sind, dass das Büro, dem der Herr Branche Rossmann vorstellt, den Zuschlag bekommen hat. Ich glaube, es war eindrucksvoll bewiesen, dass wir hier mit dieser Begleitung auf einem sehr guten Weg sind. Und ich finde es einfach ein bisschen traurig, dass man diese Zahlen ja alle gewusst hat. Vor allen Dingen das Bauressort, weil bis Montagmittag, kommt gleich dorthin, bis Montagmittag war das Bauressort noch unter der Federführung der NEOS. Also die NEOS müssten es eigentlich wissen. Und daher, ich war bei diesem Mittagessen Gott sei Dank nicht dabei letzten Freitag. Wenn der Herr Dr. Staats jetzt davon spricht, die Kosten müssen eingehalten werden, dann frage ich mich, da wäre es gescheiter gewesen, sie wären mit der Barbara Unterkupfler Mittagessen gegangen. Weil die hat ja federführend die Kosten im Griff und in dem Fall nicht der Herr Finanzreferent und Bürgermeister. Zweite Vorbemerkung, auch das war bewusst so geplant, dass der Eigentümer, der Auslober, die Möglichkeit noch hat, nachdem das Projektmanagement die Sieger, die eine Fachjury gekürt hat, vielleicht das eine oder andere noch auszuscheiden, weil ich glaube, das muss schon im letzten Moment auch im Eigentümer noch in seiner Verantwortung bleiben, wenn ein Bad aus welchen Gründen auch immer nicht umsetzbar ist. Und es war gerade bei dem damals gekürten Sieger von Berlin ja auch bei der Jury schon massive Bedenken, ob denn das Ding dann tatsächlich so funktioniert. Und daher war es nur richtig und gut, dass man den Sieger ausgeschieden hat. Man hätte vielleicht noch ein wenig früher machen können. Und wenn man jetzt die Zahlen sich anschaut, nochmal kurz aufgeschrieben, Netto-Baukosten beim Paracelsusbad 28 Millionen, beim Kurs 14 Millionen, 240 Millionen mit den Gründungskosten sind wir bei 43 Millionen und dann mit den Sicherheitsreserven sind wir bei 53 Millionen. Und ich frage mich wirklich allen Ernstes, woher immer diese 70 und 75 und vielleicht noch darüber liegenden Millionen liegen. Aber wahrscheinlich liegt es ja auch daran, dass dieses Dilemma, das in das wir da jetzt hineingeschlittert sind, ja absehbar war. Von einigen ist es schon angesprochen worden. Bei den Parteienverhandlungen zur Periode 2014, 2019 ist ja lang und ausführlich diskutiert worden. Da war ja schon erkennbar, dass man von Seiten der NEOS mit den Standortproblemen hat. Dann hätte man auch doch wirklich offen und ehrlich auch diesen Standort ansprechen müssen. Ich habe einfach den Eindruck, dass man zwar den Standort in Frage stellt, aber jetzt seit zwei Wochen versucht hat, über die Kosten das zu argumentieren. Und da denke ich mir schon, und würde ich mir schon erwarten, und ich würde es genauso machen,
Wenn ich das Gefühl habe, die Kosten laufen subjektiv aus meiner Wahrnehmung davon, dann rede ich im Stadtratskollegium zuerst bei meinen Regierungskollegen und versuche das mal auszutauschen. Vielleicht habe ich irgendwie was falsch verstanden. Hol mal die Experten herein, diskutiert das einmal durch, wollt ihr das noch mittragen, ich sage euch, das wird zu viel, dann habe ich immer noch die Möglichkeit zu sagen, in einem Kollegen oder in einer Gremienherrschaft, mir wird das jetzt zu viel, dann mache ich nicht mehr mit, gibt es eine andere Lösung. Das ist, glaube ich, der große Vorwurf, den wir, etliche haben es schon angesprochen, schon erheben müssen, dass man das auf diese Art und Weise nicht macht. In der Vergangenheit war das auch üblich, dass man sich zuerst einmal zusammengesetzt hat, einmal diskutiert hat und einmal die Meinungen ausgetauscht hat. Und das finde ich bedauerlich, was jetzt am Ende des Tages offensichtlich, und für mich vielleicht sind es andere ähnlich, man versucht hat, über den Standort, über den man noch richtig reden wollte, über die Kosten jetzt dahergekommen ist, Wahnsinn, das wird alles so teuer und in Wahrheit meine ich den Standort, weil über den Standort, glaube ich, noch einmal zu diskutieren, das ist der Zug schon längst abgefahren. Und nur einmal ein paar Sätze zum Kurhaus. Ich bin ja seit fast 10 Jahren ressortverantwortlich für das Kurhaus und es wird hoffentlich jetzt endlich einmal allen bewusst, welche Bedeutung das Kurhaus hier mitten in der Stadt hat. Ja, der Blomischen Rosenplatz hat es eh schon angesprochen, die 110.000 Anwendungen ohne Selbstbehalt bei der Gebietskrankenkasse. Das muss man auch immer wieder dazu sagen. Dann haben wir die Moorbockungen, was man auch nicht vergessen darf. Das hat der Herr Bürgermeister und der Aufsichtsvorsitzende Dr. Hüttinger, wir haben das schon mehrmals besprochen, wir haben in diesem Haus über 800 Quadratmeter vermietet. Das Haus ist über 50 Jahre alt. Mietrechtsgesetz gibt es auch, mehr möchte ich dazu gar nicht sagen. Wir haben den Mietern immer zugesagt, dass sie beim Neubau wieder Platz finden werden. Und nachdem das ja jetzt aufgrund der Strukturen und des Wandels immer besser wird, die Gesundheitsvorsorge, gibt es ja auch jetzt schon Anfragen auf zusätzlichen Flächen von Heilpraktikern, von Ärzten und. Und das funktioniert eben nur auf diesem Standort. Und was zu den Kosten noch einsatz dazu, wir haben ja hier ein Riesenproblem vor uns. Wir müssen bei laufendem Betrieb des Kurhauses eine Garage errichten, ein Bad errichten, ein neues Kurhaus errichten und übersiedeln. Dass das dadurch dort mit Mehrkosten verbunden ist, ist, glaube ich, jedem klar. Aber das war Gott sei Dank die Vorgabe, auch bei den Architekten, das muss so umsetzbar sein, denn wir können den Vertrag mit der Gebietskrankenkasse nicht verlieren. Also ich hoffe, dass mit der heutigen Präsentation dieser Zahlen jetzt wirklich einmal ein wenig mehr Vernunft einkehrt und man über das diskutieren hätte können, allerdings schon ein paar Wochen vorher, und dass wir jetzt relativ rasch, wie es der Diplom-Schlossmann angesprochen hat, in die Gänge endlich kommen und die Standarddiskussion bitte endlich vergessen und gemeinsam das endlich machen, was die Salzburger und Salzburger von uns erwartet. Die Bevölkerung ist leider Gottes durch diese Zahlenspielereien massiv verunsichert. Und das hätten wir uns alle sparen können, wenn man vorher mal darüber geredet hätte. Danke. Danke, Kollege Wanner, bitte schön. Ich habe da noch 4 Wortmeldungen, darf ich dann Schluss der Rednerliste, ich habe sie drauf, ja. Darf ich dann Schluss der Rednerliste machen? Danke. Herr Bürgermeister, hoher Gemeinderat, Zuhörer auf den Tribünen und vor den Bildschirmen, ich habe ein bisschen so den Eindruck, dass bei den NEOs die Zeitrechnung der Stadt erst da begonnen hat, wo sie in der Stadt aufgetaucht sind. Es hat aber auch schon vorher Menschen gegeben, die sich mit Dingen beschäftigt haben. Und es ist nicht alles neu, was sie in den Mund nehmen. Und ich möchte da ein bisschen Transparenz in die Intransparenz der Aussagen der NEOs bringen. Und schließe da an, wo der Kollege Bräuner zuerst gesagt hat. Eigentlich war es ursprünglich eine Standortdiskussion. Denn wir haben in den Parteienverhandlungen, Herr Kollege Statzer, da haben Sie noch nicht gewusst, was das Bot kosten wird, kosten kann, und Sie haben noch keine Details gehabt. Aber da haben Sie schon gesagt, den Standort, den wollen wir nicht. Das ist nicht der unsere. Und jetzt muss man halt, wenn man ein Projekt verhindern will, gibt es 2 Sachen. Man nimmt Finanzprobleme heraus und sagt Halbwahrheiten, verschleiert manches. Das war übrigens ein sehr guter Vortrag, den man eigentlich verstehen hätte können. Und
einfordern hätte können, vorher schon, bevor man sich entscheidet, muss man halt denken, muss man halt die zwei Sachen. Man redet über das Geld, weil es teuer wird, und das zweite ist, wir reden über den Standort, weil da kann ja jeder mitreden. Jeder weiß ein Grundstück, wo man so ein Boot hinbauen kann, und wir hatten ja in den letzten Jahren, und ich bin ja so ein Messi, ja, das ist nur ein Auszug, ich habe einen kleinen Schrank voll von verschiedenen Badprojekten, verschiedenste Standorte. Und ich kann Ihnen jetzt ein paar anbieten. Das Bad am Berg, das Bad im Berg, das Bad im Volksgarten, das Bad in Klessheim, das Bad in Daxham, welches wollen Sie, das rechts oder links der Europastraßen, am Käsburger Areal. Wir haben Studien dazu machen lassen, diese bewerten lassen, da ist sogar noch die Stadtwerke Areal drauf, geht sie leider nicht mehr aus, auch das Leppi. Und ich kann Ihnen jetzt noch ein paar sagen. In Wolfs Sitzenheim draußen, in Freilassing und so weiter. Und jetzt kommen Sie und sagen, der Standort Leopoldskron war vielleicht der richtige. Wissen Sie, welchen meinen Sie jetzt? Meinen Sie den auf der Moorwiesen oder den am Parkplatz? Weil da gibt es auch zwei Projekte. Das auf der Moorwiesen hat der Goleker schon gehabt. Das andere am Parkplatz, da gibt es hier, können Sie gerne nachlesen, wenn Sie es schauen wollen. Bis zum Schlüsselkastel, glaube ich, haben wir es da schon geplant. Ja, genau. Und wenn dann, Frau Stadträtin, seien Sie mir nicht das, Sie gestern im ORF sagen, es geht nicht um die Stadtwerke-Diskussion, um die Standorte-Diskussion, das haben Sie nie in Frage gestellt. Da muss ich fragen, wissen Sie wahrscheinlich nicht, was auf Ihrer Ding, auf Ihrer Homepage der NEOS steht. Vielleicht machen die NEOS andere Aussendungen, wie Sie wollen. Ich zitiere, gestern ausgedruckt, tu was, Barbara Unterkofler, Baustadträtin, ist für einen kompletten Neustart des Badprojekts, kompletter Neustart. Dazu gehört auch den geplanten innerstädtischen Standort an der Auersbergstraße in Frage zu stellen. Und darunter ist dann noch einmal, und wo soll das Bad überhaupt neu gebaut werden? Also da komme ich jetzt nicht ganz mit. Das ist intransparent in der Argumentation, aber wahrscheinlich tut die Partei was anderes, wie Sie vielleicht wollen. Wir haben, auch nach dem Vortrag vom Herrn Diplom-Ingenieur, einen Standort beschlossen. Wir haben den Neubau beschlossen. Wir haben schon ein Ersatzbad gebaut, um neu bauen zu können. Das Eierbad, und das bleibt auch. Wir werden das Bad so auch bauen. Und wenn Sie jetzt sagen, immer mehr Bürger wollen sich Ihrer Meinung anschließen, ich habe gerade nachgeschaut, mittlerweile sind 150, die sich Ihrer Meinung anschließen auf der Homepage, und ich habe nachgezählt aus 50-20, 50-26, und aus der Stadt Salzburg sind es 67. Also ich gratuliere dazu. Danke, Kollege Paruch. Meine Damen und Herren, ein bisschen ein persönlicher Beitrag von mir, nachdem die Posse, die da abläuft, seit Tagen mich in Teilbereichen doch auch etwas berührt hat. Wir haben es aus dem Vortrag ja jetzt gehört, oder zumindest indirekt gehört, die Stadt Salzburg hat 2010 den Prozess zur Standortfindung und zur Typologie des neuen Bades abgeschlossen. Sie hat das mit einer sehr präzisen Vorarbeit getan und hat eine breite Mehrheit dafür gehabt, wobei die ÖVP anfänglich noch nicht dabei war, aber in weiterer Folge dann Einstimmigkeit sozusagen geherrscht hat, was die Umsetzung dieses Projektes betrifft. Wir hatten ein klares Raumprogramm, zu dem ich mich nach wie vor bekenne, von dem ich glaube, dass es nichts Luxuriöses beinhaltet, nichts Übertriebenes beinhaltet, sondern einfach Angebote, die heute von Familien und von Menschen, die auf ihre Gesundheit schauen wollen und die schwimmen wollen, nachgefragt werden. Wir sind auch, wie wir gehört haben, nach wie vor in dem damals klar vorgegebenen Kostenrahmen, und insofern
war für mich sozusagen überhaupt undenkbar, dass es die Diskussion noch geben kann. Sagen wir mal so, noch geben kann. Und dann ließ ich am Freitag auf ORF AT Stadträtin will Ausstieg. Stadträtin Barbara Unterkofler, NEOS will aus dem Gesamtprojekt aussteigen. Lieber ein Ende mit Schrecken, als ein Schrecken ohne Ende. Und denken wir, was jetzt? Was jetzt? Du kannst doch nicht davon ausgehen, dass jemand, zu dem ich ein wirklich ausgesprochen korrektes Arbeitsverhältnis habe, ich glaube, das können Sie durchaus bestätigen und wir haben auch keinerlei Konflikte, aber in dem Fall taucht natürlich sofort auf, ja, aber das geht bitte nicht, das kann nicht funktionieren. Es kann nicht funktionieren, dass jemand federführend verantwortlich für die Umsetzung ist, der den Ausstieg will und das Bad eben nicht umsetzen will. Und insofern ist es für mich auch ein logischer Vorgang, rein inhaltlich betrachtet jetzt, rein inhaltlich betrachtet, nicht wie es dann abgegangen ist. Das ist nur eine andere Geschichte. Aber ein logischer Vorgang, dass jemand, der als einziger ein Durchgriffsrecht auf sämtliche Teile der Verwaltung hat, der als einziger den Zugang zu allen Dingen hat, die man einfach braucht, um ein sehr großes Projekt, das war das Badprojekt immer, ein sehr großes Projekt, ein Leitprojekt, wenn man so will, für diese Periode, außer Frage gestellt von allen, dass derjenige das jetzt übernimmt, weil wer sonst, fragt man sich am Ende des Tages. Ja. Wie die Geschichte dann abgegangen ist und welche Nebengeräusche es gegeben hat und was da alles passiert ist, also sagen wir es einmal so, ich hätte manches anders gemacht, aber es ist halt so gewesen und du bist dann trotzdem mit dabei. Und ich denke, dass man deshalb, zumindest was die Bürgerliste betrifft und meine Wenigkeit, nicht von einer Entmachtung sprechen kann. Es ist uns niemals darum gegangen, ganz im Gegenteil. Wir haben immer betont und gefordert und verlangt, und das wurde auch akzeptiert, dass es ausschließlich um das Bad geht und um nichts anderes. Um kein anderes Projekt, das bei der Kollegin Unterkofler läuft. Ich glaube auch, dass sie sehr lernfähig sind, sehr schnell lernfähig sind und dass sie deshalb auch dieses Baureserv, von dem sie ja selber gesagt haben, dass es eigentlich etwas Fremdes war am Anfang, sehr gut bewältigen können. Aber im Fall des Bades hat es aus meiner Sicht inhaltlich keinen anderen Weg gegeben, als dass der Bürgermeister den Kahn übernimmt. Aus heutiger Sicht wäre es eigentlich schon bei den Parteienverhandlungen logisch gewesen, das so zu bestimmen. Eigentlich. Bei der Vorgeschichte nämlich. Bei der Vorgeschichte und bei der Komplexität des gesamten Ablaufes wäre es eigentlich logisch gewesen, weil natürlich jemand, der neu dazukommt, auf den ersten Blick zumindest vieles findet, was man hinterfragen kann. Was aber in Wirklichkeit alles hinterfragt ist und alles abgeklärt ist. Vielleicht noch zur Transparenz. Ich verstehe jeden, der sagt, ich kriege keine Auskunft im Stadtsenat und das kann es doch wohl nicht sein. Ich kriege keine Auskunft von der Ressortchefin und das kann es doch wohl nicht sein. Dann wird eine öffentliche Stadtsenatssitzung auch noch abgebrochen, weil die Nichtöffentlichkeit herzustellen ist und das sind Dinge natürlich da, ja klar, also was sonst. Aber ich glaube, heute haben Sie schon auch gesehen, dass es sowas wie Transparenz geben kann und dass das einfach an diesem verdammten Zeitfenster liegt. An der Verschwiegenheitspflicht, die wir halt nach dem Vergaberecht haben und an diesem blöden Zeitfenster mit der Stillhaltefrist, die damit auch noch etwas zu tun hat. Und in der Zeit etwas zu sagen, kann einfach schwierige oder schwere Folgen nach sich ziehen. Das ist leider so. Und daher möchte ich den Eindruck, dass hier Intransparenz herrscht, schon sehr stark relativieren. Der Vortrag heute, denke ich, hat einen hervorragenden Überblick gegeben. Also ich weiß nicht, welche Fragen da noch offen wären. Ich bin aber auch davon überzeugt, wenn die Geschichte mit dem Vergaberecht vorbei ist, dann braucht es eine breite Einbindung, auch der FPÖ, die ja immer bei dem Projekt war. Da braucht es regelmäßige Treffen, wo wir uns sozusagen immer gegenseitig updaten, wo wir denn stehen und ob die Dinge so laufen, wie sie laufen sollen. Da gebe ich Ihnen völlig recht und ich glaube, dass das auch
machbar ist und in der Art und Weise durchgeführt wird. Und es wird niemand am Ende sagen können, dass der Prozess nicht transparent, sowohl gegenüber der Bürgerschaft, aber auch gegenüber der Kollegenschaft im Gemeinderat gelaufen ist. Vielen Dank. Ich greife diesen Vorschlag gerne auf und werde dann als Federführender für das Badprojekt einladen. Noch jeweiligen neuen Erkenntnisstand. Natürlich ist aktuell, weil ich nicht jede Woche damit ratzen. So, Frau Kollegin Unterkofler. So, sehr geehrte Gemeinderat, liebe Zuhörer hier im Saal am Bildschirm. Nach Übernahme des Bauressorts fiel mir ja auch, wie wir jetzt alle wissen, die Abwicklung des seit Jahren in Salzburg schwebenden Paracelsus-Badprojekts zu. Und ich habe mich sehr gründlich durch Einlesen in alle mir überlassenen Unterlagen vorbereitet. Welche Angaben habe ich da gefunden? Erstens habe ich gefunden einen Gemeinderatsbeschluss. Und dieser Gemeinderatsbeschluss sieht für das gesamte Paracelsus-Projekt 37 Millionen Baukosten vor. Dann, was habe ich noch vorgefunden? Eine Ausschreibung. Und diese Ausschreibung, ich zitiere da jetzt nur kurz, die Folgendes sagt. Und zwar findet man da zuerst im ersten vorderen Teil den Gegenstand des Realisierungswettbewerbs. Und der wird so beschrieben. Neben der Errichtung eines neuen Bades umfasst die Aufgabe einen Kurhausbereich, eine Saunalandschaft und Büroflächen sowie eine Tiefgarage. Und wenn man dann weiterblättert, im zweiten Teil hinten, findet man dann unter der Überschrift Kostenrahmen, Baukosten netto laut Ö-Norm, und wir haben da heute schon diese Tabelle gesehen, da sieht man genau, was da dazugehört. Baukosten netto laut Ö-Norm B1801, Baukosten Gesamt Euro 37 Millionen. Was habe ich dann noch gefunden? Ein Gutachten von September 2012, also noch von der alten politischen Amtsperiode, das belegt, dass alle fünf gereihten Projekte über der vom Salzburger Gemeinderat beschlossenen Kostengrenze, nämlich diesen 37 Millionen Baukosten, liegen. Konkret würde sogar jedes dieser fünf Projekte mehr als 70 Millionen Euro Gesamtkosten verursachen. Und wir haben das gesehen, warum Teile rausgenommen werden. Man kann Dinge immer so drehen, wie man sie braucht. Den Verfahrensbeteiligten müsste das schon längst bekannt gewesen sein, sofern meine Vorgängerin ebenso gewarnt hätte. Denn in Wahrheit wären alle diese fünf Projekte auf Basis des Gemeinderatsbeschlusses nicht umsetzbar. Was habe ich noch gefunden? Das aktuelle Gutachten vom Projektmanagement von Oktober 2014, das auch auf bis zur Gesamtkosten 72 Millionen Euro kommt. Und damit auch die Einschätzung von 2012 bestätigt. Am Tag, bevor ich dieses Gutachten bekommen habe, habe ich einem Interview unseres Bürgermeisters entnommen, dass für die Gesamtkosten des aktuellen Paracelsus-Projektes 55 Millionen Euro am Sparbüchel liegen, also reserviert sind. Und diese augenscheinliche Diskrepanz dieser Kosten hat mich veranlasst, dann unverzüglich zu warnen. Ich habe mich daher wohl schriftlich, also auch mündlich, an den Bürgermeister gewarnt, schriftlich unter Verständigung auch der anderen Regierungsmitglieder, die damit betraut sind. So, und was ist dann passiert? Und was passiert jetzt? Jetzt wird offensichtlich so lange am Projekt gefeilt, bis es in den vorgegebenen Kostenrahmen passt. Tiefgarage, hört man, soll aus einem anderen Topf bezahlt werden. Übrigens handelt es sich dabei auch um Steuergeld und um Geld der Stadt. Und veranschlagt, wir haben es ja gesehen, sind für ca. 100 Stellplätze bis zu mehr als 9 Millionen Euro. Das muss man sich schon einmal auf der Zunge zergehen lassen. Das heißt pro Stellplatz bis zu 90.000 Euro. Das entspricht einem Vielfachen von dem, was normalerweise für einen Stellplatz kalkuliert wird. Ob das die Badgaragengesellschaft beantworten möchte, lasse ich dahingestellt. Jedenfalls würden wohl die Badgebühren, wie auch immer, von den Bürgerinnen bezahlt werden müssen. Und ganz auf eine Garage bei einem Familienbad
man wohl auch nicht verzichten kann. Zum Bürogebäude. Das Bürogebäude brauchen wir offensichtlich ja gar nicht mehr. Wir können es weglassen und auch so einsparen und besser noch abspecken. Und den Bürgern, denen will man nun weismachen, dass wir den Kostenrahmen nicht einhalten können. Verstehen wir das unter Transparenz? Die Bürger werden da verschaukelt und mich will man als die naive Anfängerin darstellen, die von nichts eine Ahnung hat. Ich habe gerade vorgelesen, welches Projekt zu welchen Kosten ausgeschrieben wurde. Hat sich das außer mir niemand angesehen? Dazu nur so viel, wenn ich was anpacke, dann mache ich meine Aufgaben gründlich. Noch ein paar sehr, sehr allgemeine Sätze zur rechtlichen Situation und Herr Bürgermeister, Sie brauchen keine Sorge haben, die Leute müssen den Saal heute nicht verlassen, weil ich habe selbst in einer Vergaberechtskanzlei gearbeitet und weiß genau, was ich sagen darf und worüber ein Stillhaltegebot besteht. Nur ganz kurz, seit Montag besteht ja offensichtlich tatsächlich erstmals das Stillhaltegebot, das haben Sie ja in der Pressekonferenz gestern so gesagt und das werde ich hier sicher nicht sprechen. Der zweite Teil meiner Warnung Ihnen gegenüber, Herr Bürgermeister, war neben der Kostenüberschreitung der Hinweis, dass ich als Juristin die Situation, in der wir uns hier befinden, kritisch sehe und dass ich mich, und ich sage das wirklich ganz grob, für diese ungeordneten Verhältnisse nicht die politische Verantwortung übernehmen werde. Ich denke, jeder andere in meiner Situation und in meiner politischen Funktion hätte das Gleiche getan. Und was ich da genau meine, und da komme ich auch auf das, was Sie gesagt haben, Herr Baruch, zurück, da können wir ja dann ausführlich nach Ablauf der Stillhaltefrist diskutieren und wir werden alle sehen, ob dieses Verfahren noch Überraschungen bescheren wird. Nun zum wesentlichen Punkt, der mir fälschlicherweise unterstellt wird. Ich habe das Parteienübereinkommen nicht verletzt. Im Parteienübereinkommen steht, dass wir das Paracelsus-Projekt gemäß Gemeinderatsbeschluss im Laufe der Amtsperiode umsetzen wollen. Das Parteienübereinkommen geht explizit von ausfinanzierten Kosten, also von den Gesamtkosten von 55 Millionen Euro aus. Ich habe also in keiner Weise dieses Übereinkommen gebrochen, ganz im Gegenteil. Ich habe zu Recht darauf hingewiesen, dass wir den geplanten Kostenrahmen für das nun mehrfach beschriebene Paracelsus-Projekt, und ich habe genau gesagt, was da dazugehört, wohl nicht einhalten werden können. Ich möchte an dieser Stelle ganz klar betonen, noch einmal, ich bin für ein Bad, das habe ich immer gesagt, denn ich glaube, das zur Verfügung stellen eines Bades ist eine ureigene Aufgabe einer Kommune. Aber soll es wirklich ein Bad um jeden Preis sein? Mit den Informationen, ich habe es jetzt vorher oben genau erwähnt, ist diese Frage wohl jedenfalls berechtigt. Und nur deshalb stellt sich für mich als verantwortliche Politikerin die Frage nach Alternativen für ein Bad für unsere Bürgerinnen und das zu leistbaren Kosten. Bevor man aber über Alternativen überhaupt nachdenkt, sollten zuallererst einmal wichtige Vorfragen geklärt werden, nämlich was muss dieses Bad eigentlich können, für welche Zielgruppe, Familien, Senioren, Schüler, bitte um Ruhe. Bitte kann ich ausreden. Ich habe bei Ihnen nicht reingerufen, bitte kann ich jetzt ausreden. Das ist es für Familien, für Senioren, Schüler, Sportler, für wen wird dieses Bad errichtet? Daraus, wenn man das nämlich ordentlich beantworten würde, würde sich auch die Standortfrage beantworten lassen. Dass diese Vorfragen nie wirklich geklärt wurden, bestätigt auch der Umstand, dass man ja jetzt sehr locker von der Bezeichnung Spaßbad einfach abweicht und sagt, ist es ein Familienbad oder doch ein Kur-, Wellness-, Sport-, Seniorenbad mit 850 Quadratmeter Wasserfläche, ähnlich dem, was wir heute haben. Jedenfalls sagt man aber, soll es für alle Salzburgerinnen und Salzburger sein und das zu vertretbaren Kosten. Und wo ist noch das klare Betreiberkonzept? Also mir liegt keins vor, ein Umstand, der auch eine gutachterliche Prüfung bestimmt nicht einfach gemacht hat und sie auf Modellberechnungen reduziert. Naja, auf die gutachterliche Prüfung des
Betriebs möchte ich jetzt auch nicht näher eingehen. Diese Aufgabe fällt ab jetzt ja dem Herrn Bürgermeister als Verantwortlichen zu. Und ich hoffe nur, dass für uns alle, dass wir mit diesem Bad nicht baden gehen. Erwähnen möchte ich in dem Zusammenhang noch, dass wohl eine große Menge der Salzburgerinnen und Salzburger das Leppi als Standort für ein Spaßbad favorisieren wollen. Und dies entnehme ich nur den tausenden Zuschriften, und ich habe Berge im Büro liegen, die auch nicht nur ich bekommen habe. Ausschluss der Öffentlichkeit vom Senat gestern, auch dazu, vorgestern. Dazu möchte ich noch was sagen. Herr Bürgermeister, Sie haben gestern in der Pressekonferenz erwähnt, dass seit Montag, später Nachmittag, die Stillhaltefrist ist. Das Aussperren der Öffentlichkeit davor im Senat mit Hinweis auf eine einzuhaltende Stillhaltefrist war, und ich habe mich ja schon am Montag, ich habe diese Ansicht ja am Montag schon vehement vertreten, also nicht gerechtfertigt. Zum Zeitpunkt der Senatssitzung gab es offensichtlich noch keine Stillhaltefrist, die zu beachten war. Wir haben also wohl einen Ausweg gesucht, um die Öffentlichkeit loszuwerden. Ich verstehe es ja bis zu einem gewissen Grad, dass Ihnen in Ihrer Situation die mediale Öffentlichkeit unangenehm ist, aber mit dieser Handlung haben Sie sich nur noch einen Schritt weiter ins Abseits gestellt. Sie haben vor den Augen aller Ihr Demokratieverständnis zur Schau gestellt. Zur Vorgehensweise, mich mittels Amtsbericht zu entmachten. Ich habe im Senat bereits ausführlich dargestellt, warum ich den unbegründeten Amtsbericht als rechtswidrig erachte und warum ich glaube, dass diese Vorgehensweise auch dem Stadtrecht widerspricht. Ich möchte hier darauf gar nicht mehr näher eingehen. Diese Frage werden unabhängige Institutionen zu prüfen haben, was Recht bzw. Gesetz ist. Ich möchte dazu nur noch eines sagen. Dieses Vorgehen ist für mich politisch völlig inakzeptabel. Jemanden Agenten, die gesamten Agenten, das liegt zu entziehen, jemanden, der warnt und das wirklich und das zu Recht und ohne böse Absicht, das versteht niemand mehr draußen. Die Bürgerinnen und Bürger sind massiv verärgert und sie haben ihr Vertrauen in die Stadtregierung noch weiter verloren. Ich und wie wir alle hier haben bei Amtsantritt geschworen, zum Wohle der Salzburgerinnen und Salzburger zu handeln, und nach meine Forderung nach mehr Transparenz und die Tatsache, dass ich meine Meinung auch laut ausgesprochen habe, die zeigen wohl, wie ernst mir das ist. Politischen Diskurs zu führen ist aber, glaube ich, ein sehr, sehr wichtiger Bestandteil einer Demokratie und sollte auch niemals als Majestätsbeleidigung aufgefasst werden. Ich habe mir vorgenommen, die Angriffe der vergangenen Tage und Wochen nicht persönlich zu nehmen. Ich glaube, gerade jetzt ist Professionalität gefragt. Und dazu gehört für mich auch, und ich habe es auch schon öffentlich gesagt, Sachthemen voneinander klar zu trennen. Sich gegenseitig zu blockieren, das wäre definitiv zum Nachteil der Bürgerinnen und Bürger und ich denke, in niemandes Interesse. Ich empfinde es als äußerst positiv, das möchte ich auch hier sagen, dass einige unserer Kollegen in der Stadtregierung mir auch schon gesagt haben, dass sie das auch so sehen. Das Paracelsus-Bauprojekt ist eine Sache. Viele wichtige andere Themen in dieser Stadt sollten aber von dieser Auseinandersetzung nicht beeinträchtigt werden. Im Vertrauen darauf, dass wir uns alle dem Wohl der Bürgerinnen der Stadt verschrieben haben, gehe ich davon aus, dass wir auch in Zukunft als Stadtregierung alle zusammen verantwortungsvoll mit unseren Aufgaben umgehen werden. Danke. So, Kollege Fehr, bitte. Sehr geehrte Damen und Herren, auch da oben mit Kleinkind, das hoffentlich noch ein Bad erleben wird und darin seinen ersten Schwimmunterricht bekommt, liebe Kollegen im Gemeinderat, das, was ich doch sehr, was mich bedenklich stimmt, ist die Form, wie hier auch Öffentlichkeitsarbeit gemacht wird. Es ist in der Tat ein sehr komplexes Projekt. Und dieses komplexe Projekt hat also dazu geführt, dass
immer wieder irgendwelche Zahlen herumgegeistert sind und beim Bürger den Eindruck erweckt haben, dass man mit Zahlen nur so herumjongliert. Dieser Eindruck ist sicher für den Gemeinderat und für die Gemeinde Salzburg schlecht und sollte also auch mit der Transparenz, die da notwendig ist, aber so, dass sie verständlich ist, kommuniziert werden. Das war heute übrigens ein für mich auch sehr wichtiger Beitrag, weil auch ich natürlich Zahlen vor allem durch die Medien erfahren habe und wenn ich die in den Medien angeschaut habe, wusste ich am Ende gar nichts mehr. Und das ist natürlich nicht gut. Für mich scheint es aber auch so, dass der Erfolg des Eierbades uns eines zeigt. Das Eierbad ist eine ganz klare Geschichte, 3,8 Millionen Kosten, funktioniert. Was beim Paracelsusbad aus meiner Sicht die Schwierigkeit ist, dass wir hier eine Wollmilchsau haben. Wir haben eine Wollmilchsau, die aus Bad besteht, aus Kurhaus, aus Garage, Seniorenheim eventuell und Büro. Aus dem Grund war es sehr wichtig heute zu sehen, dass wir beim Bad 28 Millionen nur für das Bad ansetzen. 28 bis 34, wenn das so ist. Wenn wir jetzt 28 bis 34 Millionen ansetzen, dann wundert mich das, dass es noch immer das 7- bis 9-fache des so erfolgreichen Paracelsusbades ist. Und da meine ich, Eierbad, Entschuldigung. Naja, trotzdem, man muss da wahrscheinlich schon auch schauen, dass man den Bürgern das richtig verkauft. Es geht darum, wie bringt man das nahe, weil die Bürger haben dafür wenig Verständnis. Und auch wir meinen, dass man, so große Projekte kommen ja nicht alle Tage vor, auch bei den Anforderungen ein solches Projekt, wenn man da zu viel hineinpackt, hat man große Schwierigkeiten. Für uns war zum Beispiel, weil uns die Altstadt ein Anliegen ist, schon augenscheinlich, dass bei einem riesigen Konvolut an Vorschriften, die in der Ausschreibung stehen, die einzuhalten sind, das Altstadterhaltungsgesetz mit keinem Wort erwähnt wurde. Alle Regeln wurden aufgezählt, aber das Altstadterhaltungsgesetz nicht. Das sind natürlich Dinge, die sollten nicht passieren. Es sollte auch nicht passieren, dass jemand ohne den Eignungsnachweis Sieger wird. Der Eignungsnachweis könnte ja auch vorher abgefragt werden. Sind Dinge, dass daraus, glaube ich, können alle lernen. Wir selber sind sehr für ein Bad, allerdings wäre aus unserer Sicht bitte noch, wir wissen ja auch noch nicht wirklich, wer es ist, also wir haben aus den Medien am wahrscheinlichsten gesehen bisher, aber wir bitten darum, dass man in der Feinplanung auch die Belange der Altstadt noch einmal intensiv berücksichtigt. Vielen Dank. Gut, die SVK ist jedenfalls damit zu befassen. Kollege Huber ist die letzte Wortmeldung und dann gehen wir zur Tagesordnung. Herr Bürgermeister, Gemeinderat, liebe Damen und Herren auf der Zuschauertribüne. Ich möchte zunächst, das ist was Neos-typisches, meine Wertschätzung zum Ausdruck bringen. Und zwar insofern, dass sich hier drei Herren, wahrscheinlich auch andere, die hier im Gremium sitzen, sich redlich in den letzten Jahren, wie man hier gehört hat von der SPÖ, vielleicht schon mehr als ein Jahrzehnt für die Erbauung dieses wichtigen Bades eingesetzt haben. Wir Neos sind angetreten für mehr Transparenz. Und Transparenz heißt für mich auch, dass man die Bürgerinnen und Bürger über die tatsächlichen Kosten informiert. Es zählt das, was unterm Strich herauskommt. Das Jonglieren mit Nettobaukosten, ausgelagerten Gesellschaften und so weiter interessiert die Bürger nicht. Gehen wir hinaus und lassen die Bürger darüber abstimmen, was es im Maximalfall kostet. Und wir sind auch dafür, dass das von einem ständigen Ausschuss begleitet wird. Die wesentlichen Proponenten, Rot-Schwarz, lehnen das ab. Ich nehme an, sie werden Gründe haben.
verfolgt man die Diskussion, dann hat man sofort den Eindruck, lieber Kollege Auinger, wir müssen Ihnen dankbar sein, dass Sie uns das erläutern und erklären, wie das Bad ist und wie das zu gehen hat. Ja. Sie werfen hier eine Petition vor, wer nicht aller nicht unterschrieben hat. Ja. Ich habe gerade zu eben nachgeschaut im Internet, es gibt eine ORF-Umfrage, Sie werden es kennen, die haben Sie natürlich nicht erwähnt, die gestern gestartet wurde, also stand vor einer Stunde, waren es 52,42%, die das Vorgehen der Entmachtung und die Angelegenheit des Bades als undemokratisch erachten. Und jetzt wollen wir doch wirklich auch einmal das anschauen, wie die Bevölkerung darüber denkt und wie die öffentliche Wahrnehmung zu diesem Spektakel, zu diesem Schauspiel denkt. Die Stadträtin hat gewarnt und eine berechtigte Frage gestellt, und jetzt zitiere ich die Chefredakteurin Wörgetter in den SN vom 16.10. Können wir nach den Pleiten, Pech und Bannen um den Neubau des Paracelsus-Bades sicher sein, dass das Geld des Steuerzahlers beim zweiten Versuch nicht in ein Fass ohne Baden fließt? Sie kam zum Schluss, nein, das können wir nicht. Das heißt, die Stadträtin das Badprojekt in der vorliegenden Form in Frage stellte und nochmals reden wollte. Kosten, Standortnutzung. Es ist nicht nur das gute Recht der Ressortverantwortlichen, auf mögliche finanzielle Probleme hinzuweisen, es ist ihre Pflicht. Und sie muss nicht erst den Bürgermeister um Erlaubnis fragen, bevor sie ihre Bedenken öffentlich äußert. Herr Bürgermeister, Sie hätten die Diskussion annehmen können und die sachlichen Argumenten, die von Stadträtin Unterkofler aufgeworfenen Fragen beantworten können. Sie hätten zumindest mit ihr reden können, können, können. Aber was haben Sie gemacht? Sie haben sich zurückgezogen ins Schloss. Ich habe es jetzt in der Bank liegen. Die Karikatur von heute zeigt das ja ganz deutlich. Der König bin ich und alles andere ist unzulässig. Ich zitiere Chefredakteur Hans-Peter Hasenhörl am 16.10. unter dem Motto: Wir lassen uns das Spaßbad nicht nur einmal umbringen. Weigerte sich die rot-grün-schwarze Phalanx beharrlich, das Chaos um die unverwirklichten Pläne eines futuristischen Paracelsus-Bades mitten in der Stadt zu beenden. Da gibt es weitere Protagonisten, die da auch mit tun. Es tut mir leid, Stadtrat Fadoc, eine Wertschätzung Ihnen und dem, was Sie gemacht haben, den Umbruch, den Aufbruch, die Veränderung, die Sie bewirkt haben. Aber hier fungieren Sie als Steinzügelhalter der SPÖ. Vizebürgermeister Bräuner, da kann man nur festhalten, der ist offenbar wirklich gekränkt vom Wahlergebnis im März. Und alles, was von uns kommt, wird ohnehin abgelehnt. Der Höhepunkt war, noch bevor Unterkofler zu sprechen begann, ist das Wort entzogen worden. Sie haben es gehört. Wörgetter sagt, mit Hilfe eines Paragraphen der Interessen von Bürgern schützen soll, wurden die Interessen der Mächtigen gewahrt. Auch das gibt ein Bild und es ist kein schönes. Tut mir leid, die drei Herren haben gezeigt, was sie von Transparenz, von einer offenen Diskussion halten. Das, was hier stattgefunden ist, mag rechtlich in Ordnung sein, demokratiepolitisch das äußerst fragwürdig. Und ich erinnere, vor ein paar Monaten haben wir gewählt und Sie alle wissen, es sind 50% zur Wahl gegangen. Und ich werde mich fragen, wenn wir so weitermachen, wie das weitergehen wird. Danke. So, wir kommen jetzt zur Tagesordnung. Vorweg noch einmal Tagesordnungspunkt 5. Grundsteuerfestspiele ist abgesetzt, so wie im Staatssenat. Ich mache es jetzt flott, wenn es recht ist. Änderung, Besetzung. Ach, Entschuldigung. Danke fürs Kommen. Ja. Ja, der hat sich ja. Da
Tagesordnungspunkt 5 ist abgesetzt. Ich komme jetzt zur Tagesordnung. Staatssenat Auinger, Lauder V. Max Kleiner Wirtschaft, Fuchs, Lauder V. Fahrzeugaustauschprogramm Auinger, Lauder V. Zum Fahrzeugaustauschprogramm der Freiwilligen Feuerwehr. Gut. Herr Bürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen, für die zeitliche Zusammenkommen im zeitlichen Ablauf kann ich nicht. Ich möchte aber nur ganz kurz die Gelegenheit nutzen, um mich als selbst Mitglied der Freiwilligen Feuerwehr bzw. als Landesfeuerwehrarzt möchte ich die Zeit nutzen, um meinen Dank und meine Wertschätzung gegenüber den Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr in der Stadt Salzburg zum Ausdruck zu bringen. In der Stadt leisten 182 aktive Mitglieder und 34 Mitglieder der Feuerwehrjugend ihren Dienst. Von diesen aktiven Mitgliedern sind 11 im Kommando, 61 im Löschzug Ruderhof, 42 im Löschzug Nigel, 35 im Löschzug Itzling und 33 im Löschzug Liefering eingesetzt. Die Einsatzstatistik zeigt, dass im Jahr 2013 die Freiwillige Feuerwehr zu 16 Mittelbränden, zu 12 Kleinbränden und zu 19 weiteren Bränden gerufen wurde. Sie hat 322 technische Einsätze absolviert und 163 Brandsicherheitswachen durchgeführt. Im Rahmen des Hochwassers wurde die Freiwillige Feuerwehr zu insgesamt 320 Einsätzen gerufen. Um dafür gerüstet und ausgebildet zu sein, wendeten die Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr der Stadt Salzburg über 10.000 Stunden für Schulung und Ausbildung auf. Für Brandeinsätze, technische Einsätze, für Fehlalarme, für Brandsicherheitswachen, für die Feuerwehrjugend, für die Schulung und Ausbildung, für die Verwaltung und Wartung erbrachte die städtische Feuerwehr im Jahr 2013 im überwiegenden Ausmaß, und das ist, glaube ich, das, was man hier auch betonen muss, ehrenamtlich mehr als 42.000 Stunden. Diese Zahlen zeigen deutlich aus meiner Sicht, dass es neben der Berufsfeuerwehr auch notwendig ist, eine gut ausgerüstete und top motivierte Freiwillige Feuerwehr zu haben. Die brauchen wir. Wir brauchen sie bei Hochwasser, bei Sturm, wie in der letzten Woche, als Unterstützung der Feuerwehr. Und ich schließe damit, ich freue mich, dass der heutige Amtsbericht einstimmig angenommen wird. Die Politik setzt ein Zeichen der Wertschätzung für die Freiwillige Feuerwehr. Und gibt es damit die notwendige Planungssicherheit. Danke. Jetzt habe ich eine Vorgabe für die Weihnachtsfeiern, was ich dazu habe. So beschlossen. Foto hoch, Schnitt, Lacherfall. Punkt 5 ist abgesetzt, Kulturleitbild Schupfer mit den Protokollanmerkungen. Das sind eure Protokollanmerkungen. Haben wir schon abgestimmt, den Protokoll? Okay, bitte das Protokoll. Nein, gibt es keine. Ja. Ihr habt eine Protokollanmerkung zum Kulturleitbild. Ja, und das wird dem Protokoll pflichtschuldigst beigefügt. Dann haben wir natürlich maßgeblich der Budgetberater den Voranschlag, so beschlossen die Ortstaxen, so beschlossen den Flächenwidmungsplan. Gut. Dann grenzüberschreitendes Flächenmanagement, Zollinger Laderfrau, Schloss, Münchner Bundesstraße gegen wen? Günther war dagegen. Ja. Und jetzt, weil es gerade so schön ist, SCI Hüttinger Laderfrau. Die Sitzung ist geschlossen.